Guck mal, Seville, da bist du perfekt reingekommen. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zu der ArchoTV Live. Ne? Nach 2 Wochen wieder eine neue Ausgabe. Ganz herzlich willkommen. That's what she said. Ja, Ja, ich müsste mein Englisch eigentlich mal noch in gut 2 Monaten noch verbessern irgendwie. Ja, ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der ArchoTV Live und heute wird es ein bisschen ernst. Ihr werdet euch wahrscheinlich die Frage stellen, wer ist denn eigentlich dieser Ernst? Den kenne ich auch nicht. Nie von gehört und auf einmal ist er da, dieser Ernst. Ja, nein. Es geht nämlich einerseits, das sagt schon die Überschrift, darum, hat der ArchoTV überhaupt noch eine Zukunft auf Twitch? Nach dem, was ich jetzt so die letzten 7, 8, 9 Tage mitgekriegt habe, oder generell jetzt auch in der Zeit, wo der ArchoTV regelmäßig auf Twitch streamt, mit News, so diverse Dinge abgekriegt hat, also eigentlich die vergangenen jetzt schon 3 Jahre, müsste ich eigentlich sagen, bald nichts mehr. Ja, warum das Ganze? Da möchte ich heute irgendwie entweder nicht zu einer Diskussion kommen, sondern halt einfach mal nur so ein bisschen meine Gedanken spielen lassen, so was so jetzt eventuell hier bei der ArchoTV passieren könnte oder passieren wird oder ich machen möchte, bla bla bla, oder was bisher passiert ist, etc. pp. Ja, bisher ist, wie gesagt, ja eigentlich auch nicht jetzt so viel passiert. Ich habe eigentlich jetzt auch nicht mehr so viel... Nein, ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gekommen und ich hoffe, ihr habt auch einen guten Start jetzt in so ein richtig schönes, sonniges Wochenende. Ich habe es definitiv. Ich werde das Wochenende sehr, sehr schön genießen. Denke ich mal zumindest, ob ich es genießen werde. Ich weiß es nicht. Aber eventuellerweise könnte es ja dazu kommen. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Ich mache mal ein bisschen die Musik vielleicht im Hintergrund ein bisschen lauter. Ja, also es wird vor allem heute darum gehen, ob ich wirklich überlege, mit der hier regnet und donnert ist. Ja, das habe ich schon gesagt, ne? Das habe ich schon bei Update gesagt im Wetter, dass in Berlin und Brandenburg drumherum so viel gewittert. Hier ist es noch schön warm. Also es gibt hier ein paar Wolken. Ich habe da noch so den kleinen Schlitz auf dem Wachtel. Was noch so die Jalousien angeht, so ein ganz kleiner Schlitz. Immerhin Blue Sky Invite bekommen, mehr blauer Himmel geht nicht. Ja, wieso auch nicht, ja. Naja, wird ja sowieso in den nächsten Tagen ja auch wieder ein bisschen mehr knallen, also zumindest nach diesem Wochenende, ich es mitgekriegt habe, und ich hoffe natürlich nicht so ein heftiges Unwetter wie jetzt hier vor 3 Wochen, 4 Wochen. Ja, hier war ja ziemlich heftiges Unwetter. Aber für die, die es wahrscheinlich mitbekommen haben, habe ich ein bisschen drüber was erzählt. Ein Freund von mir hat es ziemlich getroffen. Einzelne hier, also mich hat es fast ja gar nicht getroffen, muss man ja so sagen. Ich stand im Trockenen, ne? Und habe dann nur halt gesehen, wie gewisse Straßen überschwemmt waren und alles. Aber ich hoffe, das wird jetzt wieder nicht passieren. Aber darauf müssen wir uns leider einstellen, Leute, weil wir manchmal unfähige Leute haben, die den richtigen Leuten zuhören und sagen, so ist das. So muss das, so ist es leider, und da kann man was ändern, aber wenn nichts geändert wird, dann shit happens. Aber diese Leute geben ja dann anderen die Schuld, ne? Ja. Ich habe ja heute auch mitgekriegt, dass unser Bundespräsident ja ordentlich auf Populisten draufgehauen hat, was ich ja sehr, sehr schön finde. Ich habe ja auch so eine gewisse, so einen gewissen Hass auf Populisten ja, Hass entwickelt, schon länger. Aber es ist eine andere Geschichte. Ja, ich bin ja mal wieder ein bisschen so durch Twitter rumgegangen und habe auch wieder diverse dumme Tweets immer wieder gesehen. Ne? Also seitdem wirklich, ohne Witz, ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich echt sagen, und das kann ich ja hier bei der ArchoTV Live, das ist ja keine News-Show, auch wenn unten der News-Ticker eingeblendet ist, ich kann das noch ganz schnell ändern. Ich kann ihn auch ausblenden, wenn ich möchte, aber ich lasse ihn drin. Wenn ich schon wieder mir diese ganzen Empfehlungen an diesen Hashtags nämlich sehe, ne, dann und lese Jobpflicht für Arbeitslose und weiß was ich nicht alles und so weiter und so fort, ne, und nur Beleidigungen dann da drin lese und weiß was ich nicht alles,
stelle ich mir halt echt langsam die Frage, hat Elon Musk eigentlich noch alle? Ich weiß es nicht. Nein, eigentlich wollte ich so sagen, seitdem Elon Musk Twitter übernommen hat, ist Twitter wirklich der letzte Rotz geworden. Also ich habe ja eine Umfrage ja gemacht, privat. Ich habe jetzt mal auf Musk gemacht. Ich habe nicht gekifft, aber ich habe eine Umfrage gemacht, indem ich nämlich meine Follower entschieden ließ, ob ich Twitter verlassen soll oder nicht. Ne? Hätte, glaube ich, jetzt erst nur, ich weiß es gar nicht mehr, nur für meinen privaten Account gegolten, für DerchoTV nicht. Ich wollte ja schon Anfang dieses Jahres weg, dann habe ich aber gedacht, hey, mit DerchoTV verlierst du dann aber eine große Reichweite, ne? Aber dann bin ich mit DerchoTV oder zumindest halt auch privat wieder noch hier geblieben. Ich habe ja damals wurde ja entschieden, ich soll bleiben, aber mir kommt trotzdem schon so langsam eher das große Kotzen, wenn ich sehe, dass hier wirklich diverse ich will gar nicht Menschen sagen, Lebewesen, die sich Menschen schimpfen dürfen, Abend Dominik Jan TV, ich hoffe, dir geht's gut, dass die auf Twitter ihren Scheiß posten. Gut, das tue ich auch manchmal. 5 Sekunden später nehme ich es dann auch wieder zurück und denke mir, das ist nicht menschlich. Ne? Da merkt man, bei mir funktioniert das Gehirn. Ja, Freunde, ich besitze sowas. Hätten jetzt wahrscheinlich so einige jetzt nicht gedacht, die sich das wahrscheinlich auf YouTube gerade angucken, denn heute wird die DerchoTV-Ausgabe auch mal für YouTube aufgenommen. Habe ich jetzt letztes und vorletztes Mal nicht gemacht. Gut, die letzten Male waren ja eher auch mit dem ESC. Das wären sowieso irgendwie so 2 Stunden lang nur stumme Dinge gewesen. Aber mehr auch nicht. Aber ich sehe auch Trends in Deutschland, was so Hashtags angeht. Gewitter. Gewitter? In Neuss? Nein, in Berlin. Brandenburg. Ne? Aber ich finde es auch sehr lustig, dass geradewegs zu dem heutigen Thema mit Twitch und so, mit Twitch und YouTube, auch der Hashtag Twitch-Streamers in den Trends liegt in Deutschland. Wer hätte das gedacht? So, ich sehe jetzt schon mal gerade. Ach so, DFB-Junioren. Oh mein Gott, ich wollte schon sagen. Testspiel gegen die Schweiz hat die U21 gewonnen. Das ist sehr schön zu hören. Ich will mal gerade mal ganz kurz mal gucken, wie es steht zwischen Bollen und Garmani. Ah, ne, hat gerade erst angefangen, ne? Ach, geht jetzt um 20:45 los, ne? Hoppala. Ach Gott. Er geht schon los. Na, geht schon los, wenn die ersten so rumpoltern und dann so auf Klugscheißer machen und so denken, ja, besser und so weiter. Ne? Na. Aufgrund technischer Schwierigkeiten kann der Livestream leider derzeit. Oh Gottes Willen. Ernsthaft? Die ARD kriegt gerade einen Livestream nicht hin. Ich sehe das gerade hier. Naja. Technik, die begeistert. Ich sage ja nur eins. Wären wir vor 20 Jahren, sagen wir mal, innovativ gewesen, was so wirklich Internet anging, oder vor 30 Jahren oder vor 35 Jahren, ne? Und hätten nicht auf diese dämlichen Kupferkabel gesetzt, sondern auf das schöne Glasfaser, was es damals schon gab. Sowas würde man verzeihen. Heute wirst du dafür fertig gemacht, dass es nicht läuft. Ja, schönen Gruß damit an die ARD und auch an ProSiebenSat.1, denen das ja auch passiert ist, zumindest Sat.1, ja. Was ja auch sehr interessant ist. Es gab ja heute ja auch noch diese schöne Intendantenwahl des RBB. Wo diese Frau hier, das möchte ich mal ganz kurz mal gerne zeigen, Ulrike Demmer, vielleicht der ein oder andere, der vielleicht die politische Berichterstattung in Berlin in den letzten, ich sage mal, 7 Jahren verfolgt hat, wird diese Frau wahrscheinlich einmal gesehen haben, denn sie ist ehemalige Regierungssprecherin gewesen unter der damaligen Großen Koalition, also zwischen CDU, CSU und der SPD. Jetzt ist sie Chefin des RBB, der ARD-Anstalt, die im Moment sehr, sehr um ihr Image kämpfen muss, weil die bisherige Intendantin, wenn ich die Interimsintendantin rausnehme, Katrin Fernau nämlich, die ja eigentlich Verwaltungsdirektorin beim WDR ist, nämlich ich rede von Patricia Schlesinger, sehr viel Scheiße gebaut hat, das Geld aus dem Fenster geschmissen hat, aber dann gesagt hat, Leute, wir müssen sparen. Wir müssen sparen, Leute. Ich gebe aber weiter Geld aus, ne? Natürlich hat sie das nicht gesagt, aber es ist irgendwann rausgekommen. Business Insider sei Dank. Und ja, wir haben ja alles mitgekriegt letztes Jahr. Großer Skandal drumherum und alles, ne? Ist ja schon schlimm genug. Und
Ja, deswegen jetzt diese heutige Intendantenwahl, die ja sowieso in einem schlechten Zeichen stand, weil die Personalverwaltung hat gesagt, nee, keine Wahl, lasst absagen. Dann waren vorher 4 Kandidaten, dann nur noch 3, dann nur noch 2, dann nur noch eine, ne? Weil die andere Kandidatin, wie hieß sie nochmal? Jetzt muss ich mal ganz kurz mal lesen. Heide Baumann, nach 2 Wahlgängen, weil sie immer nur eine Stimme gekriegt hat, dann ihren Rückzug gemacht hat. Ja. Also, man möchte, ich glaube, es lag wahrscheinlich daran, dass da viele bestimmt ehemals Kunden bei Vodafone waren. Das war Heide Baumann war nämlich ehemals Managerin bei Vodafone im Übrigen. Und diese Neubesetzung nur, weil ich keine Stellenausschreibung der Intendanz in der DWDL-Jobbörse gesehen habe. Ja, das ist schon schlimm genug, ne, dass sie nicht in der DWDL-Jobbörse zu finden waren, ne? Grüße gehen an dieser Stelle raus an das Medienmagazin. Das beste Medienmagazin der Welt, so genug geschleimt. Ja, die haben ja auch sowieso schon genug Arbeit getan. Wie unter anderem, was soll ich sagen, die... dieses Foto fand ich auch sehr lustig. Ne? Ich weiß nicht, was ich zu diesem Foto sagen soll. Daher, dass wir jetzt hier in einer Sendung von der Echo TV sind, wo ich meine Meinung sagen kann, wie ich will. Na gut, das wird man sowieso hinterher sagen, auch bei so einer News-Show wie Update, wo drauf steht, Neuausschreibung jetzt, Wahlabsagen. Auch wenn da steht, Wahlabsagen, weil es so scheiße aussieht. Ne? Also, man merkt es doch. Weißt du, diese Person hier guckt die jetzt neue Chefin an, ne? Und sie denkt sich nur so, ich ignoriere die einfach nur, ne? Schöne Schilder, ne? Aber ihr hättet zumindest mal das RBB-Rot nehmen können, ne? So nach dem Motto. Und klar, man fühlt sich wahrscheinlich als RBB-Mitarbeiter irgendwie verarscht, weil man mit dieser Wahl nichts zu tun hat. Aber dann muss man dafür in den Rundfunkrat, ne? Also man kann so eine Wahl halt auch abhalten, wie so eine Wahl zum Bürgermeister bei einer Sendeanstalt. Was aber dann auch eine Menge Geld kosten würde und dann würde der Rundfunkbeitragszahler erst recht rummeckern und dann würde man erst recht die ARD in Frage stellen oder generell das System Rundfunkbeitrag und dann, ne, und dann haben wir es davon. Ne? Muss ja auch nicht sein. Ne? Aber naja, Word-Standardschrift und nicht mal A3. Wirklich leblose Schilder, würde ich als Chef auch nicht drauf hören. Ja, würde ich auch nicht, ne? Also, wenn sowas hier bei der Echo TV passiert, ne? Liebe drei Leute da, die hier für der Echo TV für nichts machen, ne? Möchte ich das gerne im der Echo TV Font hier, der unten im News-Ticker drin ist, ne? Ihr kennt den Font. Falls jemand von denen überhaupt zuguckt im Team, ich weiß, ist mir auch egal eigentlich. Naja, ne. Was habe ich sonst noch so mitgekriegt in dieser ganzen Woche? Ich finde es auch sehr lustig, dass mal ausnahmsweise Punkt 12 mal aus... Ich wollte mal gerade mal so ein bisschen bei DWDL ein bisschen gucken. Ich wundere mich gerade echt, dass ich zum ersten Mal Punkt 12 ausgeschrieben sehe. Habt ihr jemand Neuen bei DWDL oder wird jetzt bei RTL auch Punkt 12 mit die 12 ausgeschrieben? Soll ich das mal vorstellen, ne? Punkt 6. Oh mein Gott. Ja. Ist mir gerade aufgefallen. Schreibt man das nicht normalerweise mit 1, 2? Ne? Ich will mal gerade mal gucken. Ne? Der TV-Werbemarkt stirbt weiter vor sich hin, könnte man sagen. Preis ist heiß, läuft ja auch so. Besser als Punkt 12. Ja. Stell dir mal vor, das hätte RTL so gemacht, ne? Ja, was ich ja unbedingt gerne mal zeigen möchte, ist, es wird ja bald eine neue Nachrichtenmarke geben, so eine richtig neue Nachrichtenmarke. Oder so, genau, oder Punkt 12. Es wird ja auch bald so eine schöne neue Nachrichtenmarke geben, wenn wir schon bei Punkten sind, ne? Eher mit Doppelpunkt, ne? Und zwar nämlich Pro7Sat.1 ab Montag nämlich. Ich habe nämlich darauf monatelang gewartet. Irgendwann ich glaube, das war so ganz frisch im Frühjahr, hat seit Anfang des Jahres produziert ja Pro7Sat.1 und Kabel1 ihre Nachrichten ja wieder selber. Ne? Die hatten ja mal vor vielen, vielen Jahren eine eigene Nachrichtenredaktion. Daraus ist ja N24 entstanden, heute Welt. Ne? Die Nachrichtenredaktionen wurden ja damals alle zusammengelegt. Also von Pro7 und von Sat1 damals im Zuge der Fusion zu Pro7 Sat1 vor 23 Jahren. Und dann ist ja auch der Nachrichtensender N24 ja später entstanden. Und inzwischen hat man sich ja von N24 getrennt. Der Nachrichtensender heißt jetzt Welt.
Und man hat ja dann von Axel Springer seine Nachrichten produzieren lassen, ne? Und jetzt macht es seit Anfang dieses Jahres ProSiebenSat.1 wieder selbst, ne? Ich sage ja immer besser selber mal, selbst machen ist auch immer gut. Und ab Montag heißen die Nachrichten Newstime, ne? Mir ist einfach nur folgende Sache aufgefallen. Erstens, ich hatte recht, weil ich mir nämlich gedacht habe, entweder machen sie die Marke News, also den Namen News zu ihren News, ne? Ich hatte ja auch eher Angst, dass die Update nehmen würden, weil dann hätte ich nämlich Update in News umbenennen müssen. Also dann wird es nicht Update die News Show, sondern die Dercho TV News. Ne? Wäre langweilig gewesen, ich weiß, aber ich hätte auch Info nehmen können oder so. Ne? Das war so meine Befürchtung. Aber die haben dann wirklich das gemacht, wo ich eher damit gerechnet habe. Sie haben eine bestehende Marke schon genommen und einfach mal gesagt, komm, erweitern wir sie einfach auf zwei weiteren Sendern. News, die Update-Show, genau. News, die Update-Show. Ja. Muss sich jemand schnell sichern. News, die Update-Show. Ne? Und das Ganze heißt jetzt ab Montag bei ProSiebenSat.1 Newstime. Was macht eigentlich hier Mr. Newstime oder Herr Newstime eigentlich? Heißt der Herr Newstime oder Mr. Newstime? Herr Newstime, ne? Der auch gibt nächste Woche, gibt's nächste Woche im Titelschmutzanzeiger. I want looky looky. Ich bin sowieso mal gespannt, wie das nämlich ab nächste Woche aussieht, denn in dem Artikel hier auf DWDL oder generell ist ja schon auch bekannt, man will ein eigenes Nachrichtenstudio bauen, ein reales Set, ne, so wie es RTL ja jetzt gemacht hat. Und das Problem ist aber, dieses Studio ist noch nicht fertig. Ich habe mal auf Instagram ein Foto gesehen, ein Foto des Studios, was wirklich sehr, sehr karg ausgesehen hat. Karl eigentlich auch, ohne dass Karl mit dabei war. Ich muss nur halt jetzt mal gucken, ob ich das jemanden hier auf Twitter gepostet habe oder ob ich das entsprechend genau. Ich habe es nämlich jemanden mal gepostet. Das war im Februar, ne? Und, ach, ihr habt es gesehen. Ja, guck mal. Herr Newstime, ja. Ne? Hier. So sah es im Februar aus, ne? Also, zumindest ist der Boden fertig. Wer weiß, wie das Studio jetzt fertig ist, weil angeblich hat man gesagt, ja, es gibt Probleme mit der Technik jeweils und das bedeutet auch mit, es hat auch was mit dem Ukraine-Krieg zu tun, etc., etc. Naja, sagen wir es mal so, jeder ist irgendwie von Lieferungsschwierigkeiten betroffen. Ne? Hat aber gut funktioniert. Zumindest was die zentrale Newsmarke angeht von ProSiebenSat.1 jetzt, die jetzt Newstime heißen wird. Also es wird sehr interessant sein. Ich werde es mir ab Montag angucken. Vor allem, ob sie dann ja schon so eine Art, so ein mögliches Studio halt schon, ne? Wie, vielleicht sehen wir das neue Studio schon im Digitalen, also sprich als Greenscreen. Weil ich habe ein bisschen Angst, weil ich möchte mal gerne mal zeigen, wie die aktuellen Studios nämlich der jeweiligen Nachrichtensendungen nämlich aussehen. Ich zeige mal erstmal von ProSieben Newstime. Ne? Im Übrigen gibt es ja auch einen eigenen YouTube-Kanal von ProSieben Newstime, ist kein Witz. Der heißt einfach jetzt Newstime. Aber da ist noch die ProSieben7 zu sehen, die ProSieben7, das ProSieben-Logo. Und im Moment sieht ja das Intro ja, ne, das ist von 2015, ne, das auch nicht. Das von vor 2 Jahren, vor einem Jahr. Moment, kann nicht sein. Genau, stimmt. Hier, warte mal, ich bereite es mal ein bisschen vor. Wir müssen uns jetzt nicht irgendwie alle Nachrichtenintros von ProSieben der vergangenen 34 Jahren angucken. ProSieben ist im Übrigen ein halbes Jahr älter als meine Wenigkeit. ProSieben ist jetzt seit 34 Jahren auf Sendung. Ich werde in genau einem Monat 34. Genau in einem Monat und ich weiß schon, wo ich das feiern werde. Nicht bei ProSieben. So. Genau, kann ich ja mal ganz kurz mal zeigen. Komm, wir können ja das komplette Intro zeigen. Bitte, liebe Frau, obwohl eher nicht, weil sonst kommt ja dann ProSiebenSat.1 und will mich sperren oder so. So, können wir mal kurz mal hier. Alles dicht machen, Aktivisten fühlen sich falsch verstanden. Alles dicht machen, ja, die waren ja auch dicht wie bis zum Bolle nicht mehr. Ne? Dieses pottenhässliche Studio. Ja, ich habe Angst, dass sie wirklich hier einfach nur das ersetzen und dann halt da das Newstime, das neue Newstime-Logo zu sehen ist. Ne? Mehr auch nicht.
Ne? So sieht das im Moment aus. Das hat ja ProSiebenSat.1 ja so übernommen, als ja Welt, also als ja der Nachrichtensender Welt in das neue Axel Springer Haus ja eingezogen ist. Da hat ja Welt selbst ein neues großes Nachrichtenstudio gekriegt, komplett automatisiert. Ja, holy Weitwinkel. Und du musst ja halt bedenken, dass ich weiß gar nicht mehr, wie da der Greenscreen aussieht, aber der wird wahrscheinlich jetzt demnächst ziemlich seltener verwendet, weil ja, ne, Welt ja nicht mehr für Servus TV produziert. Das im Übrigen ist das Studio von Pro7 gewesen. Jetzt kommen wir mal zu den Sat1 Nachrichten, ne, die ja auch so gesehen pseudomäßig nur noch da sind. Ne? Und das sieht dann eventuellerweise so aus. Das hat jetzt gerade jemand vor einer dreiviertel Stunde hochgeladen. Und mit Marc Bartor persönlich. Das können wir uns komplett angucken. Da hat man auch ziemlich gekürzt. Ne? Freitagabend. Willkommen zu unseren Nachrichten. Freitagabend. Alter, Moment. Das ist vor einer Stunde gewesen. So, jetzt würde ich mal gerne mal weiter gucken. Weil hier sieht man dann den Rest. Also leider sieht man hier jetzt von nicht so viel. Da muss ich wahrscheinlich einfach mal Outro mal eingeben. Moment. Outro. Ne? Vielleicht sieht man es dann. Ja, das von vor 7 Jahren. Vor 7 Jahren. Ja, das ist noch. Nee. Ja, hier, guck mal. Genau. Damals noch mit Live aus Berlin. Ne? Man war sich halt zu schade, den Sprecher nochmal zu engagieren und dann zu sagen, live aus Unterföhring, die Sat1 Nachrichten. Aber Unterföhring klingt halt nicht so, sagen wir mal, so spannend wie Berlin. Ne? Und das ist ein Lob in die Hauptstadt im Übrigen und auch kein Diss an Unterföhring. Ne? Live aus Unterföhring. Ja, so. Und das war halt das Nachrichtenstudio von. Also der Tisch ist immer der gleiche geblieben. So, warte mal. Hier können wir jetzt nochmal sehen. Moment. Jetzt rausgezoomt. Ja, man hat jetzt nicht so viel gesehen, glaube ich, ne? Oder warte mal. Zu Beginn hat man es erstmal sehen müssen. So, hier. So sah das aus. Also man hätte hier jetzt so denken können, hier kann Marc Bartor runterfallen. Ist alles aus dem Computer. Alles aus dem verdammten Computer. So, und jetzt die Kabel 1 News. Na? Jetzt die Le Kabel 1 News. So ein guter Tisch ist auch teuer. Ja, das stimmt. Na? Das stimmt. So ein Tisch ist auch teuer. Schon wieder nicht die richtigen. Warte mal. Was ist das? Nein. 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 Ja, hier. Guck mal. Sogar die ersten Kabel 1 News aus Unterföhring. Hier, guck mal. Das war am 1.1. dieses Jahres. Hier sind die Kabel 1 News. Ein frohes neues Jahr und ganz herzlich willkommen. Sieht man auch ein bisschen mehr vielleicht? Hier. Warte mal, vielleicht sieht man noch ein bisschen mehr. Im Anschluss dann der Supercop und wir sehen uns. Nee, doch nicht. Gleiche Zeit. Bis dahin. Tschüss. Vielleicht finde ich Bilder, mal gucken. Aber wie gesagt, Das war so gesehen. Ich fand zum Beispiel, als ja die Studios nochmal umgestaltet wurden für den Umzug von Welt in halt in das neue Axel Springer Haus, habe ich das so ein bisschen empfunden, so, das war eine Beleidigung. Also da war man bei Axel Springer ziemlich beleidigt, weil man halt nicht mehr die Nachrichten sich, also weil man die Nachrichten jetzt ja von jemand anderes, nämlich von sich selbst, produzieren ließ. Und es gab im Übrigen ja auch noch, das möchte ich auch nochmal ganz kurz mal gerne zeigen. Ich hoffe, dafür werde ich nicht, wird irgendwie das Video nicht gesperrt. Wenn doch, dann werde ich das mal kürzen. Also, wenn man das hier nicht sehen sollte, werde ich exklusiv nur auf Twitch. Aber dieses Video ist auch auf YouTube zu finden. Das kann ich mal ganz kurz mal zeigen. Und zwar die Präsentation darüber, dass die News-Sendungen aus Unterföhring ja wieder gemacht wurden. Es wird ja da im Moment ja abgerissen bis zum geht nicht mehr, ne? Aus diesem Studio hier. Und da finden ja jetzt bis spätestens noch Ende des Jahres. Wieder selber machen und wir freuen uns wahnsinnig drauf. Ja. Wir haben eine tolle Mannschaft, wir arbeiten hart dafür, dass wir es am 1.1. wirklich möglichst perfekt über die Bühne bringen. Deine eigene Nachrichtenredaktion gibt es ja auch. Ne? Man hat ja ein eigenes Hauptstadtstudio, also man baut ja ein USA-Studio auf und ein Hauptstadtstudio. Ne? Ich freue mich darüber, dass die Nachrichten zum 1.1. 2023 bei uns in Unterföhring starten.
Ich freue mich, dass Nachrichten aus Unterföhring kommen. Ja. Da habe ich die Stellenausschreibung bei DWDL wieder umgesehen. Ich freue mich, dass die. Ja. Ich glaube, die haben da sogar, ich weiß nicht, einen Chef vom Dienst gesucht oder sowas. Nee, oder ich glaube, einen Chefredakteur oder so. Ich weiß ja zufällig, dass ja mal ein ehemaliges Gesicht von Giga da mal irgendwie oder immer noch Chef vom Dienst ist bei dem ProSiebenSat.1 für die Nachrichten. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich folge ihm auf Insta. Aber ich weiß nicht, ob es so ist, weil ich es ein paar Mal gesehen habe, weil er nämlich wiederum auch in München wohnt, beziehungsweise in Unterföhring, in der Gegend von Unterföhring. Und dann da auch die Nachrichten halt Sven Peach. Peach. Ja. Sichtbar sein wird. Wird man ja ab Montag ja dann sehen. Dann aber mit einem schönen. Also ich bin echt gespannt auf dieses ganz neue auf dieses ganz neue Newstime. Weil es gibt sowohl die, also ProSieben hat es jetzt schon so gemacht, oder ProSiebenSat.1, dass die Marke Newstime, also dass es einen eigenen Instagram-Account gibt, der jetzt Newstime heißt, ob Sven von seinen Kollegen Princess Peach genannt wird. Bestimmt. Achso, 2-3 Maß Bier wahrscheinlich, weil in Bayern darf ja gesoffen werden. Nee, ob jetzt, wie gesagt, es gibt es halt auf Instagram, nennt sich ja Newstime. Dann gibt es eine Webseite, die heißt newstime.de. Wird auf pro7.de weitergeleitet, aber ich bin mal gespannt, ob es wirklich eine eigene Webseite geben wird. Und was hat man noch angekündigt? Irgendwie auf Join soll da auch noch ein bisschen was laufen. Also da habe ich schon eine ganze Menge gesehen und gelesen. Das wird ja diese Woche waren ja Screenforce Days, ne? Screenforce Days, die ja wieder digital stattgefunden haben. Und nicht so wie vor Corona, so in Köln irgendwo. Und Wolfram Kohns hat euch alles geführt. Natürlich war auch Wolfram Kohns auch wieder dabei. Und alles. Was nicht, wer nicht weiß, was die Screenforce Days sind, da soll ich mal vielleicht mal die letzten paar Videos, was Update und Kickoff angeht, mal bei DERCHO.TV auf YouTube mal angucken. Kann ich nur empfehlen. Also als kurze Info. Mehr auch nicht. Ja. Ja. Ich bin da mal gespannt. Montag soll es ja losgehen. Dann kann man das ja schon, glaube ich, um, keine Ahnung, 15 Uhr oder so bei Kabel 1 sehen, um 18 Uhr bei ProSieben und um 19 Uhr 55 in Sat.1. Hat man das eigentlich auch schon, das würde ich aber gerne mal wissen, hat man das eigentlich auch schon im Programmguide geändert? Hat man das schon im Programmguide geändert? Das würde ich mal gerne mal wissen. Ich gehe da mal extra jetzt mit, mal als Beispiel in Sat auf Sat.1. Oh, auf ProSieben läuft gerade Goldfinger. Goldfinger is the man. Pyramide, wer sammelt das meiste Geld? Oh, da steht ja immer noch, ich bin angemeldet, ne? Gegen diesen Seven Pass und alles. Angriff auf Schloss Neuschwanstein. Achso, das ist Sat.1 regional. Ne? Die Webseiten von, ich muss ja echt zugeben, die Seiten von, die aktuellen Webseiten von ProSiebenSat.1, die sehen im Moment grottenhässlich aus, weil die sind nämlich alle sehr, sehr komisch aufgebaut. Also bevor dieses komische hier so war, wie es hier aussah, sahen sie früher deutlich besser aus. Hier sind noch Sat.1 Nachrichten. Ne? Hier aus Berlin. In einer realen Kulisse. Ne? Auch am Morgen sind für sie da. Sind wir für sie da. Ne? Hier kann man schön den Unterschied sehen. Hier aus dem Fernsehstudio in Unterföhring, wo man dreimal einen Robert Habeck rein kopieren kann. Dreimal Robert Habeck. Dagegen ist ein Jens Spahn nix. Drei Robert Habecks sind besser als ein Jens Spahn im Übrigen. Und dann hier mit einem großen Bildschirm im Sat.1 Frühstücksfernsehstudio. Ja, hier 17:30 Bayern. Sat.1 Bayern. Normal. Ja, saufen. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. TV-Programm. 111 tolle Traumtypen. Ja, hallo. Ich bin auch hier die Nummer 1. Hallo. So. Übermorgen. Scheiße, ist noch nicht, ne? Kann ich weitergehen? Hier als letztes Mal, ne? Sat.1 Nachrichten. Hier steht Nachrichten live aus München. Die Sat.1 Nachrichten. Ich habe das Gefühl... Abend. Ich kann nicht weitergehen? Schade. Das ist schade.
Ich hätte gedacht, ich könnte jetzt noch bis übermorgen. Also bei Sat1 ging es früher, ne? Also auf Sat1.de, Pro7.de und Kabel1.de konntest du wirklich bis eine Woche später reingehen. Jetzt nur noch heute, morgen, übermorgen. Ich glaube, denen ist das Wort übermorgen ein bisschen zu viel, ne? Begabt, die Gleichung des Lebens, ja. Davor die Sat1 Nachrichten. Zum letzten Mal unter diesem Namen. Ne? Gut, dann müsste ich morgen mal reingucken, aber ich bin morgen ja nicht live. Ne? Ich glaube auch Pro7.de hat das, ne? Pro7.de, ja, guck, direkt komme ich auf Newstime. Wenn ich Newstime.de eingebe, warte mal, komme ich direkt hier auf die Webseite. Das ist aktuell Newstime.de. Hat man auch noch hier so schön hingeschrieben, damit man weiß, wo man ist. Newstime. Ne? Ja. Wie viel verdient Deutschland? Unterschiede in Arbeitseinkommen nehmen wieder zu. Ja. Und man sieht es hier halt wirklich, das sind hier Nachrichten, die hier halt wirklich, wirklich sind. Also es ist nicht einfach nur so pseudomäßig, um sagen zu können, wir sind Vollprogramm. Ne? Weil wenn du nämlich in Deutschland ein Vollprogramm machen möchtest, ne? Wenn du jetzt hier so sagst, ach, ich habe so ein paar Millionen Euro auf dem Konto, ich mache jetzt einen Fernsehsender auf, ne? Und du sagst, du möchtest Vollprogramm werden, ne? Dir eine Sendelizenz holst und sagst Vollprogramm, dann werden die aber dann doof gucken und sagen, du brauchst aber Nachrichten. Weiß gar nicht, ist das Pflicht oder ist das... Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine ja irgendwie, es scheint eine Pflicht zu sein, wenn du Vollprogramm bist, musst du Nachrichten zeigen. Aber ich meine halt auch, dass das auch irgendwie anders ist. So, jetzt gucke ich mal hier, TV-Programm. Steht auch übermorgen. Scheiße. Terminator, Dark Fate. Okay. Schade. Aber guck mal, zumindest hat es Pro7 hingekriegt, schön im dunklen Hintergrund. Ne? Und da dann zum letzten Mal um 17.45 Uhr Newstime. Ja, bei Vollprogramm sind Nachrichtenpflicht. Ja, also wenn man ein Vollprogramm machen will, muss man eine Sendelizenz, also muss man Nachrichten bringen. Das Lustige dabei ist, es reichen, glaube ich, sogar, da ist aber, ich glaube, da ist die Minutenzahl irgendwie nicht angesetzt, ne? Oder sagen wir mal verpflichtend. Also selbst wenn du 5 Minuten Nachrichten nur machst, bist du schon Vollprogramm, oder wie? Ich weiß es gar nicht, ne? Steht da irgendwie in den Gesetzen ja wahrscheinlich drin, ne? Irgendwie sowas. Naja, muss jeder selbst irgendwie wissen, ob man das möchte oder nicht. Deswegen, ja, meine Lieben, das zu so ein paar anderen News. Jetzt kommen wir aber erstmal zu dem, über das ich heute eigentlich reden möchte. Und zwar nämlich über Dercho TV und über Twitch. Bevor ich nämlich gleich mit Twitch anfange, mache ich jetzt erstmal mit Dercho TV weiter. Weil in den nächsten Wochen, warte mal, deshalb war ja auch das vierte nie Vollprogramm, trotz aller Bemühen des Chefs. Ja, das stimmt, ne? Das stimmt. Ja, der Disney Channel, der sendete, glaube ich, sogar ein paar Monate mit Vollprogramm-Lizenz, hatte aber von der damaligen, also von der Landesmedienanstalt, wo sie ja die Sendelizenz herhaben, die Vollprogramm-Lizenz noch, eine Ausnahme gekriegt, dass sie keine Nachrichten zeigen mussten, ne? Ich kann mich ja daran erinnern, als ja vor 30 Jahren das alte Tele5 zu Sport, also zu DSF wurde, was heute Sport1 ist, hat ja sogar das DSF, das deutsche Sportfernsehen, sogar auch noch Monate später noch nach Sendestart Nachrichten gezeigt. Richtig Nachrichten. Ne? Wo man sich eigentlich denken sollte, so Sportnachrichten wären eigentlich sinnvoller gewesen. Hat man, glaube ich, irgendwann umgeändert. Ja, ich wollte zu Dercho TV kommen, genau. Denn, ich habe es ja schon mal öfters mal gesagt, für Dercho TV ist 2023 eigentlich ein besonderes Jahr. Denn einerseits bin ich jetzt seit gut 10 Jahren mit Dercho TV auf YouTube aktiv. Und insgesamt, dass ich den ganzen Kram hier mache mit Livestreaming, News schreiben, Videos machen und so. Unter verschiedenen Namen natürlich, mache ich seit fast 15 Jahren jetzt schon. Im August sind es wirklich 15 Jahre, wo auch das erste Mal Dercho TV erwähnt wurde. Und jetzt seit, ich streame jetzt glaube ich seit 6 Jahren, warte, wann habe ich angefangen mit Twitch? 2016, also seit mehr als 5 Jahren jetzt schon, 2016. Im Übrigen, wenn ihr nachgucken wollt, wann dieser Kanal erstellt wurde, der wurde März 2017 erstellt, weil ich nämlich damals, als ich das erste Mal live gestreamt habe, damals wirklich nur Gaming, den Kanal dann gelöscht habe, was der dümmste Fehler aller Zeiten war. Bereue ich heute noch.
Also wie gesagt, bereue ich bei gewissen Dingen immer noch. Das hätte nämlich zur Reichweite gut getragen. Und ich habe, wie gesagt, in diesen 15 Jahren unter verschiedenen Namen halt sowas gemacht, was heute jetzt der Archotv ist. Mit ein bisschen News, Gaming, ein bisschen Gelabere, so über irgendwelche Themen, über Gott und die Welt und alles und vieles mehr. Und seit 6-7 Jahren jetzt schon auf Twitch. Ne? In etwas unregelmäßigen Abständen damals. Damals glaube ich irgendwie einmal bis zweimal die Woche mit Gaming und dann, wenn irgendwie Wahlstreams waren, habe ich Wahlstreams gemacht oder wenn die Welt gebrannt hat, habe ich Breaking News gemacht. Und als ja dann mit Corona alles losging und ich ja dann ja meinen halben YouTube-Kanal damals, ja sagen wir mal, wo der Hauptfokus ja damals drauf lag, ne, ich alle Formate nach Twitch rübergeschoben habe, seitdem gibt es ja auch Updates, seit jetzt 3 Jahren jetzt schon, bin ich ja jetzt hier. Ne? Es sind viele Formate entstanden. Einige habe ich ja von YouTube hier rübergeholt und so weiter. Nur ich habe so langsam in den vergangenen Wochen irgendwie bemerkt, dass, oder schon seit Monaten, eigentlich schon seit, ich glaube, einem Jahr schon, wenn nicht sogar länger, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich mit DerchoTV auf Twitch nicht wohl. Warum? Ganz einfach. Der Großteil von DerchoTV sind ja die News. Ne? Die News, über die wir reden. Die News, die hier über die geredet werden, über die, die ich hier veröffentliche. Ne? Sind natürlich geprüft, sind natürlich recherchiert. Gut, von mir nicht selbst, aber ich suche zumindest halt die passenden News raus und versuche sie für den, der es halt jetzt, sagen wir mal, nicht irgendwie in einer längeren Version haben möchte oder sich den Artikel nicht durchlesen will oder sich überhaupt nicht, sagen wir mal, in diesem Thema richtig reinfassen will, weil er einfach die Nerven dafür nicht hat, dass ich das dem dann ein bisschen erkläre. Sprich, ich informiere euch. Ne? Ich sage euch zum Beispiel, in China ist ein Sack Reis umgefallen. Der Sack Reis war, keine Ahnung, 50 Kilo schwer und 2 Meter groß. Muss ein großer Reiskorn gewesen sein. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Mehr ist es auch nicht. Dass ich mal ab und zu mal so einen kleinen Scherz darüber mache oder sowas, das muss man mal auch nicht ernst nehmen, weil es soll ja ein bisschen lockerer hier sein. Ich kann ja natürlich auch hier wirklich mir einen Green hinstellen. Der reißt auch nicht raus. Ja, der reißt, ja, es reißt schon lange nicht mehr. Nein, ich könnte auch natürlich das Ganze hier so ein bisschen richtig professionell à la Tagesschau machen, indem ich so ein Greenscreen hintersetze, der reißt es heiß, genau. Die neue Spielshow mit Harry Weinfurt und, ja, Gott hab ihn selig, Walter Freiwald. Was wollte ich sagen? Genau, ich könnte hier alles auch ein bisschen, sagen wir mal, anders gestalten, indem ich hier nicht meinen Hintergrund hier habe, sondern ich könnte einen Green hier hochziehen mit so einem Fake-Nachrichtenstudio und weiter hier meine News natürlich machen. Es gibt natürlich auch sowas Ähnliches auf YouTube, aber auch auf Twitch ist das sehr, sehr schwierig, weil auf Twitch ist das unter anderem eine Nische. Das haben mir viele gesagt, die auch zugucken. Ne, viele gucken natürlich seit Beginn an zu, viele sind dazugestoßen, andere gucken schon nicht mehr. Und ich störe mich an dem Grund, warum sie nicht mehr gucken. Es liegt jetzt nicht einfach daran, dass ich aufmerksamkeitsgeil bin ich eigentlich schon so ein bisschen, klar, gebe ich auch offen und ehrlich zu, aber diese Aufmerksamkeitsgeilheit, die ist ein bisschen runtergegangen. Es liegt halt einfach nur daran, dass sowas halt auch einfach nur, sagen wir mal, nicht nur den Menschen selbst zerstört, sondern auch Freundschaften unter anderem. Deswegen ich diese Aufmerksamkeitsgeilheit sowas dermaßen runtergesetzt habe. Also, wenn ich eine Kamera irgendwo sehen sollte oder sowas, ich renne dann jetzt nicht hin und sage, hallo, ich bin im Fernsehen. Nein, sondern ich sehe sie, nehme sie wahr und versuche wirklich cool dabei zu bleiben und nicht irgendwie so denken, geil, ich bin im Fernsehen. Ne, so nach dem Motto. Das habe ich, glaube ich, ein paar Mal hingekriegt, andere paar Mal auch nicht. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mal, ich glaube das letzte Mal, dass ich so im Fernsehen zu sehen war, war glaube ich ein Beitrag über Schalke 04 und das ist schon 5-6 Jahre her. Das war aber bei Sat.1 17:30 NRW. Glaube ich zumindest. War leider nicht Sky. Ja, leider nicht. Nein, mir geht es ja vor allem darum, was will ich hier bei DerchoTV eigentlich erreichen, könnte man sich die Frage stellen. Ich will jetzt hier nicht großartig mit DerchoTV Geld verdienen. Ne? Das möchte ich halt nicht. Wenn es selbst möglich wäre oder schon längst wäre, würde ich mich auch nicht beschweren. Klar, ich würde mich auch nicht darüber beschweren, dass, wie soll ich das sagen, ohne dass es irgendwie so klingt, dass es sich dann doch danach anhört. Weil eigentlich sollte es nicht so sein. Denn einerseits ist es so, ich mache das hier aus Spaß.
weil ich Bock habe, Leute da draußen, die hier zugucken, wahrscheinlich schon von Beginn an, wahrscheinlich auch erst seit einem Monat, seit einem Jahr oder keine Ahnung, vielleicht auch schon sogar seit 10 Jahren und ist von YouTube aus hier rübergekommen, möchte ich halt einfach nur die Leute informieren und die Leute da draußen die Nachrichten teilen. Ja, es sind in letzter Zeit auch negative Nachrichten gewesen. Und ich weiß, dass sich der ein oder andere Spaß, Hobby, eventuell auch ehrenamtlich, wenn man es so will. Ja, Spaß, Hobby, Ehrenamt, kann man so sagen. Und für mich zählt, wie gesagt, das Ganze mit Partnerstatus, Affiliate-Status oder auch über das, was ich gleich reden möchte. Denn dafür kritisiere ich Twitch nämlich sehr, denn Twitch hat nur einen Blickwinkel und das ist nämlich aufs Geld. Und zwar nicht auf die Streamer, sondern eher aufs Geld. So langsam auch wieder auf die Streamer, aber nur auf einen bestimmten Kreis der Streamer. So, und daher, dass ich zum Beispiel mit Dercho TV mich schreibt gerade jemand an und sagt, dass sein sein Instagram spinnt. Habt ihr eigentlich das auch die vergangenen Tage gehabt, dass euer Instagram mal irgendwie in Schwarz und Weiß zu sehen war und dann da waren gewisse Sachen nicht zu lesen? Das ist bei mir die Tage passiert. Ich schreibe ihm jetzt mal so an. War ich jetzt Insta offen oder was? Guck mal, Insta habe ich offen. Guck mal, und sogar Insta spinnt ausnahmsweise mal nicht. So. So. Ja, Leute. Ein Gruß geht raus an Mark Zuckerberg, der nicht an seinem Meta-Universum. Irgendwo. Also, ich bin nicht der Einzige. Halleluja. Und ich habe schon gedacht, ich müsste mein Handy wegschmeißen. Nee, habe ich wirklich. Die vergangenen Tage habe ich es echt so gehabt, dass wirklich so eine Mischung aus Light und Dark Mode war. Und wenn ich dann ein Post gesehen habe oder unter dem Post in die Kommentare gegangen bin, war auf einmal nur Dark Mode oder Light Mode. Und wenn Dark Mode war, konntest du gar nichts mehr lesen. Weil dann Dark Mode und Light Mode in einem war, aber die Schrift vom Light Mode übernommen wurde, also in Schwarz. Das ist, ich weiß nicht, was da Instagram wieder macht oder was da Meta wieder macht. Ich habe da keine Ahnung. Um aber zurückzukommen zu der ganzen Geschichte, wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich möchte hiermit halt, wie gesagt, nicht mein würde gerne hiermit mein Geld verdienen, das ist klar. Ne? Weil ich würde halt auch nicht geradewegs, wenn es jetzt irgendwie, ne, so, wenn jetzt hier, keine Ahnung, jeden Tag 1000 Leute zugucken oder 500 Leute zugucken und ich hätte irgendwie auch 100 Subs oder weiß ich was. Geld. Es wäre, glaube ich, schlau gewesen, Metroid Catcher, Entschuldigung, wenn mein Mobot, die dumme Zicke, das ist so bescheuert. Ich mach das mal für mich mal wieder offen. Ja, mein Mobot hätte es einfach so, Geld, ich weiß, es ist ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, so hätte der Mobot gedacht, okay, ist gar kein... Ben, ist auch egal, ja. Ich warte ja nur noch drauf, bis Twitch irgendwann für den Chat Memes einführt, die man dann so alle 5 Minuten posten darf. Wer weiß, wie dann der Chat voll ist bei gewissen Streamern mit einer großen Reichweite. Weil vor allem geht es mir, wie gesagt, bei Dercho TV darum, ich möchte die Menschen informieren, ich möchte die Menschen unterhalten, ne? Dass sie halt sagen, der Wadi ist mir sympathisch, der macht tolle News, der macht tolle Spiele, auch wenn das Spiel mir nicht gefällt. Gucke ich trotzdem rein, weil mir Wadi halt gefällt, so nach dem Motto, ne, weil er toll ist, vielleicht heirate ich ihn irgendwann oder so, nein, so weit nun auch wieder nicht. Aber mir ist in den letzten Monaten, wenn nicht sogar in den vergangenen 1,5 bis 2 Jahren aufgefallen, dass viele hier halt einfach, ne, das ist aber bei jedem Streamer so, dass hier Leute reinkommen,
paar Monate da bleiben, aber dann wieder gehen. Warum? Weil dann dieses bestimmte Spiel nicht gespielt wird oder dieses bestimmte Spiel nicht gespielt wird oder das halt nicht gemacht wird oder das halt nicht gemacht wird. Wo ich mir denke, jeder Streamer hat da seine eigene Möglichkeit, seinen Stream zu gestalten, wie er will. Ne? Natürlich Twitch-konform, sprich TOS-konform mit den Twitch-Regeln. Ne? Das ist natürlich klar. Aber es geht natürlich auch vor allem für die Streamer um Reichweite. Ne? Und wenn ich mir so die Reichweite von DerchoTV angucke, müsste es eigentlich funktionieren. Eigentlich. Ja. Denn ich hole mal noch ein bisschen weiter aus. Vor gut 2-3 Monaten war DerchoTV nämlich... Wann ist mir der Rechner abgeschmiert? Im April. Ende April. Da bin ich bei einem kleinen Influencer-Netzwerk gewesen. Nach dem Motto, du machst für uns Werbung und wir pushen dich. Da habe ich mir gesagt, ja, ist in Ordnung. Ich muss da kein Geld bezahlen, ich muss kein Geld ausgeben, was ich sowieso nicht habe, weil durch die Inflation alles teuer geworden ist und dann ist gut. Im Endeffekt habe ich erfahren, dass dieses ganze Netzwerk was sich ja nur auf Instagram vor allem nämlich beschränkt hat, weil ich habe ja den Hauptaugenmerk ja auch auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und natürlich auch auf Discord und selbstverständlich auch auf Mastodon seit Anfang dieses Jahres und habe aber bemerkt, dass dieses ganze, sagen wir mal, Gerüst, auf dem dieses Netzwerk war, so gesehen auf Lügen aufgebaut war und am Ende dann halt zusammengebrochen ist. Ich bin, als ich in diesem Netzwerk eingetreten bin, hatte ich super Zuschauerzahlen im Übrigen. Ne? Eine super Reichweite auch noch. Es wurde viel geteilt, es wurde viel gelobt. Es haben viele gesagt, hey, sowas, was du machst, ist wirklich einzigartig irgendwie gefühlt. Es gibt wahrscheinlich Zehntausende da draußen auf Twitch, die natürlich den gleichen Kram machen, die hier mit News kommen und so weiter. Aber ich komme ja jetzt ja da gleich zu dem eigentlichen Problem, was ich nämlich anspreche. Möchte, aber erstmal dazu. Und wie gesagt, dieses Netzwerk ist, nachdem ich 4 Wochen da war, nach 4-5 Wochen zusammengebrochen, ne? Weil wir am Ende halt irgendwie erfahren haben, irgendwann mussten wir doch Geld dafür bezahlen, theoretisch, scheißegal wie du da stehst, ne? Und selbst wenn du die Kohle dann nicht hast, dann fliegst du raus und so weiter. Das alles ist so mal grob erzählt jetzt halt einfach. Ich will nicht zu viel davon erzählen, wer weiß, ne? Aussage kann gegen mich verwendet werden und so. Und nachdem dann dieses ganze Netzwerk auseinandergebrochen sind auch meine Zuschauerzahlen und meine Reichweite ist deutlich eingebrochen. So, natürlich habe ich mir dann irgendwie gedacht, okay, war dann doch nicht so gut, aber es bleibt halt inzwischen dabei. Jetzt habe ich wahrscheinlich aktuell geradewegs, also ich kann mal wirklich sagen, auf Twitter hat DerchoTV nämlich, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, 343 Follower. Auf Instagram, da muss ich jetzt mein Handy nehmen, weil ich so jetzt nicht im Kopf habe. Auf Instagram habe ich, muss mal kurz gucken. Auf Instagram hat DerchoTV 284 Follower. So, auf Mastodon hat DerchoTV 21 Follower. Ne? Und das ist natürlich für so ein kleines Projekt, wo man sagen kann, Newsseiten gibt es ja wie Sand am Meer. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, als ich früher ja DerchoTV gemacht habe, da wurde mir schon gesagt, im Übrigen, geht der Dingens noch? Falls ihr da noch nicht seid, ne? Ne, habe ich rausgenommen. Aber warte mal. Es gibt ja was anderes. Ausrufezeichen Socials, da findet ihr den Link im Übrigen auch für Mastodon. Also und bei Facebook im Übrigen, das kann ich auch nochmal sagen, da sind es 135 Follower und 132 gefällt mir Angaben. Ne? Das mal nur so gesagt, weil inzwischen da beides steht. Und mir geht es vor allem darum, dass DerchoTV nämlich vor allem halt viel Reichweite bekommt. Dass die News, die auf DerchoTV.de geschrieben werden, wahrgenommen werden, dass die Ankündigung der Livestreams wahrgenommen werden, dass die Videos wahrgenommen werden und dass natürlich generell das Projekt an sich DerchoTV wahrgenommen wird. Darum geht es mir. Dass ich dabei Geld verdiene, steht weiter unten. Ne? Und jetzt komme ich aber zu einem Punkt,
wo ich mich nämlich sehr, sehr drüber aufrege derzeit. Und ein bestes Beispiel in Amerika vorhin die Tage passiert ist. Und man kann natürlich klar auch Äpfel mit Birnen nicht vergleichen, beziehungsweise Äpfel mit Orangen nicht vergleichen, weil das halt einfach nicht geht. Oder man kann einfach sagen, man kann Erdäpfel, also Kartoffeln, nicht mit Äpfeln vergleichen. Kann man das? Na gut, du kannst einen Apfel roh und gekocht und gebraten essen, eine Kartoffel hingegen nur gekocht und gebraten. Ess mal einen Apfel, eine Kartoffel roh. Ne? Und zwar nämlich geht es um die News-Sendungen, um Update, Kickoff, die Morning Show, mal Update Spezial, Update Kompakt, ne? Alles das, was im Dercho-TV-Kosmos so da ist. Und natürlich um die News auf dercho-tv.de. Und ich habe in den letzten Monaten immer wieder den Vorwurf gekriegt, persönlich, aber auch durch Kommentare auf YouTube und natürlich auch auf Instagram oder so, vorwiegend privat natürlich, immer den Vorwurf gekriegt, du verbreitest nur deine eigene Meinung. So, und ich möchte hier und heute natürlich Folgendes erstmal klarstellen. Wenn ich meine eigene Meinung verbreite bei Dercho TV, dann würde es ganz anders aussehen. Ganz einfach. Dass ich mal ab und zu mal emotional auf gewisse News reagiere, ich versuche das ja sowieso schon abzuschalten, klappt nicht, weswegen ich die dann auch nicht mehr nehme. Ne? Also bestes Beispiel war ja der Sturm der Bolsonaro-Fans bezüglich der ganzen Geschichte um privat ist es anders, siehst du? Privat ist es anders. Schaut meinen privaten Twitter-Account an, dann wisst ihr es. So. Nein, was wollte ich sagen? Genau. Anfang des Jahres gab es ja diese Erstürmung des Regierungsviertels. Da bin ich leicht emotional geworden und dann kam meine eigene Meinung raus. So, das zum Beispiel war ein Fehler. Ne? Oder dass ich zum Beispiel halt auch bei anderen gewissen Sachen, da wurde ich auch drauf hingewiesen, auch zu sehr reagiert habe und alles Mögliche. Ich versuche das derweil inzwischen ja zu vermeiden, mich da auch nicht rangehen zu lassen und so. Aber im Moment ist es halt so, geradewegs beim Thema Ukraine-Krieg ist es ein bisschen schwierig, weil, ich erzähle es nochmal, meine Eltern sind Russen, ich bin hier in Deutschland geboren. Wenn ihr es mir nicht glauben wollt, kann ich mein Perso rausholen. Für die es mir nicht glauben wollen, wenn ich schon sage, meine Eltern sind Russen, bitte nicht übers Bild wundern. Das bin ich schon ein paar Jahre alt. Nee, das ist meine Krankenversicherung. Wo ist mein scheiß Perso? So. So. Gut, meine Adresse steht nicht drauf, aber meine Adresse steht Gott sei Dank hinten. Aber da steht. Scheiße, kann man nicht lesen, ne? Ja, das Bild ist scheiße, ich weiß. Da steht Augsburg. Ne? Gut, die Kamera will das gerade nicht machen, weil die Kamera die beschissenste auf einmal geworden ist. Ne? Da steht Augsburg drauf. Ne? Ich bin am 16.07.1989 in Augsburg geboren worden. Einen Monat habe ich Geburtstag. Geschenke nehme ich gerne an. So. Und ich komme da auch immer wieder privat mit dem Ukraine-Krieg viel zusammen. Weil meine Eltern vor allem zu Beginn war das schlimm. Die ganze Scheiße. Kannst du Russisch? Nee. Ich kann ganz wenig Russisch. Ich verstehe es zum Teil. Das ist so quasi meine geheime Kraft. Wenn ich hier in OWL habe ich gelernt, leben viele Russlanddeutsche. Privetchen. Genau. Privetchen, Genosse. Also Beleidigung, klar, natürlich kann ich. Also das ist immer typisch. Wenn du Deutschen, ohne Witz, das habe ich bemerkt, wenn Deutsche von den Russlanddeutschen Russisch lernen wollen, geht's erstmal los mit den Beleidigungen. Das habe ich bei meinem ersten Nebenjob habe ich das mitgekriegt. Als ich da angefangen habe, haben sie alle erstmal gelernt, ne, erstmal die ganzen Beleidigungen zu lernen. Mehr auch nicht. Ich kann ein bisschen. Also ich hier in OWL wohnen sehr viele Russlanddeutsche. Und wenn ich dann mal in einer Stadt bin, sei es in Detmold, Paderborn oder so, oder jetzt zuletzt, ich war Frohnleichnam, war ich unter anderem in Lippstadt, dann hörst du ab und zu mal so ein paar Russlanddeutsche reden und dann denkst du dir einfach so, boah, du verstehst die Junge, du kannst sie zum Teil verstehen. Ne? Und das ist halt immer wieder sehr, sehr lustig mitzukriegen, dass sich so einzelne
Russlanddeutsche verstehe, aber ich sprechen tue ich es nicht. Also ich habe es mal früher mal probiert. Mir wurde sogar auch von meiner Hauptschule damals aus, von meiner damaligen Hauptschule mal angeboten, dass ich so einen Russischunterricht nehme. Ich wäre wahrscheinlich als Dolmetscher, wäre ich irgendwie, keine Ahnung, was ich wo gelandet. Ja, der Dolmetscher von Putin, oh mein Gott. Oder von Merkel oder von Scholz, keine Ahnung, weiß ich nicht, wäre mir auch egal gewesen. Nee. Und um natürlich dazu zu kommen, wie gesagt, diese ganze Geschichte drumherum mit dem Ukraine-Krieg. Meine Eltern haben halt auch gerne russisches Fernsehen geguckt, ne? Wenn halt das deutsche Fernsehen nichts geliefert hat. Und worüber sich vor allem meine Eltern ja auch aufgeregt haben über die Berichterstattung ist, dass da die Unwahrheit gesagt wurde. Gut, der eine oder andere Deutsche würde das jetzt auch sagen, ne? Der jetzt natürlich dann auch eine gewisse Partei wählt. Es gibt ja zwei davon, habe ich mir sagen lassen, bald drei. Ne? Grüße an die Dame, die auch am gleichen Tag wie ich Geburtstag habe. Entschuldigung, wenn ich so laut werde. Ja, ich habe mit Sarah Wagenknecht an einem Tag Geburtstag. Ich hätte lieber mit Angela Merkel an einem Tag Geburtstag. Das wär besser gewesen. Und ich weiß, jetzt kommen die ganzen Sarah Wagenknecht... Ich weiche schon wieder aus. Das ist wieder zu viel für mich. Was wollte ich sagen? Nein. Das Problem ist halt einfach nur, ich hatte die Möglichkeit halt nicht richtig, meine wirkliche private Meinung bei diesem Thema Ukraine-Krieg, ne, und Russland. Ich sage es mal so, ich hasse ja nicht den russischen Staat. Ich hasse nur denjenigen, der diesen russischen Staat im Moment in die Grütze steuert. Ne? Das ist Wladimir Putin und sein Gefolge. Und ich bin mir auch sicher, dass nicht 100% der Russen, die in Russland leben, zu Putin stehen. Da gibt es mindestens, ich sage mal, 15-20%, die da nicht dahinter stehen. Ne? Der Rest halt, weil sie die Schnauze einfach halten und sich sagen, wenn ich was sage, lande ich im Gulag oder bin tot. Ne? Und so, und das kennen halt viele noch von damals aus der Sowjetunion. Sage ich was Falsches, bin ich im Gulag oder tot? Wahrscheinlich nicht so heftig, aber heute wahrscheinlich schon. Und daher das sowieso, und das ist so ein zweiter Knackpunkt. Der zweite Knackpunkt deswegen, warum man mir vorwirft, dass ich in den News-Sendungen, um jetzt mal vom Ukraine-Krieg wegzukommen, weil das gilt auch für alle anderen Themen, weil es gibt noch etwas. Ich bin Mitglied der SPD. Ich weiß, jetzt kommen wahrscheinlich welche, mein Beileid, es tut mir leid, warum? Ne? Weil ich die SPD als die richtige Partei sehe, die dieses Land verändern kann, und die Partei steht für Respekt. So. Ist eine lange Geschichte, wenn ich die hier jetzt rausdröseln würde, wir würden ihn noch bis 23 Uhr setzen. Es geht mir halt einfach nur darum, weil viele denken halt vor allem, weil wenn viele kritische CDU-News kommen, aber wenig kritische SPD-News, heißt es sofort, ich weiß ja, der Typ ist SPD-Mitglied, der macht das mit Absicht. Das mache ich nicht mit Absicht, weil es gibt halt einfach immer den gleichen Bums zu berichten. Ne? Es ist die gleiche Kritik an der gleichen Partei immer wieder, dann ist das nichts Neues. Ne? Es muss ja frisch und aktuell sein und nicht immer wieder das Gleiche. Ne? Die SPD hat ja immer noch ihr Hartz-IV-Syndrom, also ihr Hartz-IV-Trauma. Ne? Und die CDU hat halt immer noch dieses Machtverlust-Trauma, was sie ja immer noch haben. Und das ist natürlich, sagen wir mal, eher schlimmer als das natürlich mit der SPD und mit Hartz-IV, weswegen eher mehr CDU-kritische Themen reinkommen als SPD-kritische Themen. Natürlich werden auch die Grünen kritisiert, natürlich wird auch die FDP kritisiert, natürlich wird auch die CSU kritisiert. Prost. Und auch die AfD. Die ja sowieso, weil, wenn es nach denen gehen würde, wäre ich im Gulag oder tot. Passt irgendwie. Und ich weiß, da wird es auch wieder welche geben, die dann irgendwie schreiben, du machst dir nur deine Welt, wie die dir gefällt, du lässt ja nicht jede Meinung zu. Und da kommen wir zum nächsten Problem. In den Nachrichten und generell auch in den Kommentarspalten, wenn es um die Nachrichten geht, ist mir zu viel Emotion. Und ich habe bemerkt, dass das auch ein bisschen auf DerchoTV rüberschwappt. Ne? Dass ich mich dann auch anpasse, dass ich dann auch meine Stimmungslage ein bisschen anpasse, emotionaler, wenn es darum geht, da ist jemand gestorben und so weiter und so fort. Ne? Als am Montag Silvio Berlusconi gestorben ist, ich bin nicht vor Freude hochgesprungen oder so, sondern ich sage,
heftig. Hätte ich nicht gedacht. Ne? Weil man denkt sich halt auch immer, solche Gestalten, die halt, ne, ein Land geführt haben, mal auch in die Grütze, mal auch nicht, ne, sind unsterblich in Anführungsstrichen. Ne? Das sagt man ja bei vielen Politikern. Ne? Und wie soll ich dann da reagieren? Soll ich hier sitzen? Oh Leute, das ist ein schöner Tag, ne? Heute die News Berlusconi ist abgenippelt. Oh, wie doll. Das nimmt mir niemand ab. Das nimmt mir niemand ab, Leute. Ne? Das nimmt mir niemand ab. Gut, ich habe einen Kommentar privat geschrieben, in dem ich geschrieben habe, das Schicksal schlägt irgendwann zu. Schicksal kann halt eine Bitch sein. Ganz einfach. Punkt. Das reicht. Das ist so ein bisschen neutral. Aber, dass in den Nachrichten zu viel Emotionen aufgebauscht wird, egal bei welchem Thema, das kotzt mich inzwischen an. Aber ich weiß, wem wir es auch zu verdanken haben. Nicht nur den Boulevardblättern, sondern auch den Sendern, die im Moment jetzt daran arbeiten, wieder mehr seriöse Nachrichten zu liefern. Damit geht ein Gruß raus an nach Köln und nach Unterföhring. Und zwar nämlich zu RTL und zu Pro7Sat1. Die nämlich ihre Nachrichten in einer gewissen Zeit so emotionalisiert haben, finde ich wiederum, dass ich sagen muss, jeder springt auf diesem Zug drauf, damit jeder da mitmachen kann. Gut, man sollte auch die Nachrichten nicht so, heute ist ein Zug entgleist und 10 Menschen sind ums Leben gekommen. Das sollte man natürlich auch nicht machen, ne? Also so komplett emotionslos wie so ein Roboter, so, heute Abend gibt es Wetter. Ich kann da gar nicht ernst bleiben. Nicht so, guten Abend, hier sind die Nachrichten von Dercho TV. Köln. Am Kölner Dom hat sich heute jemand nackig gemacht. Dieser Mann wurde sofort festgenommen. So kann ich da natürlich auch nicht reagieren. Ne? Dann müsste alles grau gekleidet sein, ne? Und es wäre, keine Ahnung. Und die Musik wäre noch schlimmer als sonst. Es wäre so eine langweilige, trötende 8-Bit-Musik aus dem NES oder sowas. Sowjetfernsehen damals, keine Ahnung. Nein, aber was halt so schlimm ist, wie ich es im Moment finde, ist, dass zu viel emotionalisiert wird. Das überträgt sich dann leider auf mich. Ich bin aber ein Mensch. Aber ein Mensch kann auch verziehen werden. Nur das merke ich nicht, ne? Weil es mir halt öfters passiert. Leute, deswegen sage ich es nochmal, ne? Dercho TV ist nicht mein Vollzeitprojekt. Ich verdiene mit Dercho TV keine müde Mark. Ne? Ich bin Affiliate mit Dercho TV auf Twitch, aber wie viele abonnieren? Wie viele haben abonniert? Ich habe 4 Abonnenten, ich gehe da jetzt mal ganz klar an die Zahlen. 4 Abonnenten, das heißt 5 Abo-Punkte. Und ich habe eine durchschnittliche Zuschauerzahl, wenn ich Just Chatting mache oder wenn ich zocke oder wenn ich News mache, zwischen 2 Zuschauern und 7 Zuschauern. So, ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich das erste Mal vor 10 Jahren gestreamt habe. Oder nee, vor 14 Jahren, ja doch vor 10 Jahren, wo ich doppelt so viele Zuschauer hatte. Und da gab es noch kein Twitch. Da war Twitch noch nicht so groß wie heute. Ne? Und damals hat man es geliebt, weil damals alles anders war. Und wer ist schuld? Gruß geht raus an unseren Bundespräsidenten. Nicht er, sondern an die Populisten. Ja. Die das alles nehmen. Und natürlich nicht nur die Populisten, sondern auch Social Media, die Populisten dazu nutzen, um zu emotionalisieren. Ne? Und das kotzt mich an. Wir können nicht mehr normal über Themen diskutieren, ohne dass wir auf die emotionale Ebene gehen. Sprich, uns anschnauzen, uns bedrohen, ne, dass Freundschaften zerstören und weiß ich nicht alles. Ne? Wenn es mal zu einer Diskussion kommt, soll man ganz normal in Ruhe diskutieren. Aber dann denkt man sofort, du wirst so aggressiv, du wirst sauer, bla, etc. Ne? Also ich bemerke das ja auch bei mir in meinem Umkreis, dass man bei gewissen Themen nicht mehr richtig diskutieren kann. Ich kann mich an eine gewisse Situation erinnern, weil ich ja jetzt ja im Moment hier bei mir in meiner Stadt, sagen wir mal, nicht groß rauskomme, was die Politik angeht, sondern ich will mich ja mehr hier in meinem Ort politisch engagieren und ich kriege so ein bisschen das politische Leben mit. Ich darf darüber nichts erzählen, weil streng geheim, sonst lande ich im Gulag oder bin tot. Nein.
Ich brauche diesen Ausschnitt, den Valulis immer gezeigt hat, sonst seid ihr bei Tod. Den brauche ich ungefähr in einer anderen Form. Nein, und jetzt ist ja im Moment politische Sommerpause. Also die politische Sommerpause kommt dann. Und ich habe mit einem Freund darüber diskutiert und er ist ein bisschen emotional geworden, sprich ein bisschen sauer geworden, warum die Politik eine Sommerpause macht. Und ich ihm in einem normalen Ton versucht habe zu erklären, auch Menschen, auch Politiker brauchen mal Urlaub. Ne? Dass der ein oder andere Politiker dann halt mehr Urlaub macht, ja, das ist menschlich. Das ist dann, das nennt man auch ab und zu mal gerne Dummheit. Ne? Oder man nennt das auch einfach mal, ja gut, einen bestimmten Namen kann ich jetzt dafür nicht geben, aber die Personen sagen dann halt, das wird ja keiner merken, die sind ja alle selbst so doof. Ne? So nach dem Motto. Und ja, und mir fehlt halt irgendwie das normale Diskutieren. Ne? Oder das normale Berichten, wenn ich Nachrichten gucke oder so. Ne? Ich kann mir zum Beispiel schon gar nicht mehr Welt angucken, den Nachrichtensender Welt, der früher N24 hieß, weil nur in eine Richtung geschossen wird. Ne? Gut, Bild habe ich mir generell nicht angetan, weil das halt einfach die Bild-Zeitung mit ihren scheiß großen Headlines war. Und jetzt möchte ich zu einem guten Beispiel kommen. Ne? Und dieses Beispiel ist gerade aktuell in den USA so. Dieser Sender musste vor kurzem wegen Verleugnung über 700 Millionen US-Dollar an eine Wahlmaschinenfirma zahlen. Ich glaube, viele wissen es schon. Ich rede nämlich von Fox News. Und bei Fox News ist die Tage Folgendes passiert. Als es nämlich um Donald Trump ging, ne? Ohne Trump kann ja Fox gar nichts, ne? Das muss man erstmal sagen, ne? Ohne Trump kann es ja überhaupt nichts, ne? So, das lasse ich mir erstmal dafür offen. So, wo haben wir das denn? Ja. So, und zwar nämlich ist folgendes Sendebild bei Fox erschienen, als es nämlich um die Ermittlungen zu Donald Trump nämlich ging, als es nämlich um die Geheimdokumente ging. Ne? Trump hat da ja, sagen wir mal, ordentlich mehr Dreck am Stecken gehabt als Joe Biden. Joe Biden hat sich ja zumindest bereit erklärt, als amtierender Präsident zusammenzuarbeiten, als man bei ihm in seinen Privatgemäuchern entsprechend was gefunden hat. Und Fox News hat, so dumm wie die auch sind, das ist ja keine News-Sendung hier, das ist ja einfach nur Just Chatting und mehr nicht, ne? Deswegen steht hier der Echo TV Live und ihr seht hier nirgendwo Update eingeblendet oder sowas. Hat das hier eingeblendet. Ups. Wannabe Dictator speaks at the White House after having his political rival arrested. Auf Deutsch, der Möchtegern-Diktator spricht im Weißen Haus, nachdem sein politischer Rivale vernommen bzw. verhaftet wurde. Ja, arrested. Wie soll man arrested? Also vernommen wurde, sag ich mal. Weil Trump nämlich, das war ja am Dienstag, da musste Trump ja nach Miami und aussagen, ne? Klar, er ist unschuldig, bla, etc., Hexenjagd, bla, gleiche Scheiß wie immer. Und Fox News hat das wirklich geschrieben. Das ist keine Fotomontage, das ist so über den Sender gegangen. Das wäre genauso wie, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Friedrich Merz zeigen würde und schreiben würde, glatzköpfiger möchte gern Bundeskanzler, macht mi. Wenn ich das bei Dercho TV schreiben würde, dann würden Leute kommen und mir sagen, Wadi, du bist zu politisch eingestellt, du bist zu sehr auf einer Seite. Dass Friedrich Merz so oder so Mimimi macht, das kann ich ja hier zumindest sagen, das geht mir tierisch auf den Sack. Geradewegs, dass Angela Merkel eine Menge Auszeichnungen bekommen hat und Friedrich Merz so so rumheult, wie so ein kleines fünfjähriges Kind, als ihm eine Lolli geklaut wurde. Also, ne, um das mal kurz zu sagen. Und wegen sowas hier kann man sich schon in gewissen Ländern oder in gewissen Bereichen kann man sich die Nachrichten nicht mehr antun. Und jetzt stellt man sich wahrscheinlich die Frage, was ich damit meinen will. Was hat das mit Emotionalisierung zu tun? Ne, was hat das mit Emotionen zu tun? Weil hier ein Nachrichtensender direkt, sagen wir mal, nur auf einer Meinung steht. Ne? Gut, derjenige, der wahrscheinlich dieses Programm, ne, diese Headline geschrieben hat, diese Bauchbinde, diesen Insert, ne, der ist jetzt wahrscheinlich seinen Job los, wird wahrscheinlich demnächst bei Tucker Carlson arbeiten. Der Tucker Carlson, du. Ja. Naja, müssen wir auch mal irgendwann mal über dem hier reden.
wenn sowas bei, keine Ahnung, bei Welt zu sehen ist oder bei NTV oder so, dann meckert halt niemand drüber. Ne? Aber wenn ich das mache, dann wird gemeckert bis zum geht nicht mehr. Dann wird gemeckert bis zum geht nicht mehr. Dann kriege ich das, dann kriege ich das von meinen Freunden mit. Dann kriege ich das sogar auch von Zuschauern mit. Ne? Oder von ehemaligen Zuschauern sogar, die vielleicht mal zufällig reingeguckt haben. Wenn ich sowas mache. Und das kotzt mich an. Gut, es ist wie gesagt, das habe ich vorhin schon kurz mal angeschnitten. Ich vergleiche hier Äpfel mit Birnen. Ne? Weil ich bin so klein, mit Mikroskop klein. Fox News ist, geht bis zu meinem Dach oben. Ne? Wenn nicht sogar weiter. Aber trotzdem, das ist so in meiner Perspektive so eine Art Vergleich. Ne? Und dann muss man sich nicht wundern, dass dann, weil, wenn ich sowas machen würde, um Zuschauerzahlen generieren zu wollen, also ich bin ja ganz ehrlich, ne? Ich versuche ja hier ziemlich ehrlich, mir Ruhm, einen Ruf und Zuschauer zu bekommen. Ne? Also ich mache ja hier nicht jeden Scheiß mit auf Twitch. Und das wird auch so bleiben. Ne? Gut, dass ich jetzt das ein oder andere Mal hier mal vielleicht mal irgendwelche YouTube-Videos gezeigt habe oder so oder auf irgendwas reacted habe oder sowas. Aber ich habe es auf eine andere Art und Weise gemacht. Ne? Aber es gab in diesem Jahr auch gewisse Art und Weise Clips und Reaktionen und Videos und Emotionen in News-Sendungen, die nicht reingepasst haben. Und dafür entschuldige ich mich. Und wem es zu wenig ist, dann habt ihr, wenn ich ganz ehrlich bin, den falschen Streamer hier gesucht. Weil ich bin nicht perfekt. Und wenn ich perfekt wäre, dann hätte ich A, ein Budget für mein Hobby, ein richtiges Budget. Und B, es würde hier etwas anders aussehen. Es würde auch anders klingen. Es würde auch anders ablaufen. Und es würde auch besser laufen. Aber es ist nun mal halt nicht so. Und da kommen wir zu Twitch. So, Twitch hat ja jetzt in den vergangenen Wochen viel Scheiße gebaut, habe ich gehört. Ne? Unter anderem hat man ja beim Sponsoring, ne? Es gibt ja genug Streamer, egal ob es jetzt, sagen wir mal, welche, die 500 Follower haben wie ich oder 1000 oder sogar nur 200 haben, die wahrscheinlich es hingekriegt haben, einen Sponsor zu kriegen, um zu sagen, hey, gib den Code ein oder hier, ich werde davon gesponsert. Ich hatte das ja auch mal mit MMOGA. Habe ich ja irgendwann beendet, weil es sich nicht mehr gelohnt hat. Und Twitch hat da ja ein paar Änderungen durchgeführt. Ich sage ja schon mal so viel, inzwischen sind sie wieder raus. Ich wollte das nur einfach mal wieder rauskramen. Und zwar nämlich unter anderem, was ja so Werbeclips und alles Mögliche ja ging. Zum Beispiel, dass ja Brand Overlays, ne, also sprich, das Logo des jeweiligen werbenden Sponsors, ne, dass es ja nur noch maximal 3% auf der Bildschirmgröße sein wäre. Ich weiß ja noch nicht mal, ob das DerchoTV-Logo, das muss ich ja noch mal erklären, DerchoTV ist das hier alles, was ihr gerade seht. Ne? Das ist nur halt so ein Logo, ein Senderlogo, was halt wie im Fernsehen durchgehend zu sehen ist. Es gab ja mal Zeiten in Deutschland oder generell halt. Weiß das jemand zufällig vielleicht, wann der erste Fernsehsender sein regelmäßiges Sendelogo eingeblendet hat? Weiß das jemand? Es muss bestimmt irgendwann in den 1990er, Ende 1980, Anfang 1990er Jahre gewesen sein. Ne? Dass es wirklich Fernsehsender gab, in Deutschland zumindest, also ich weiß bei RTL zum Beispiel früher, RTL Plus, ne? Da war halt hier dann einfach geschrieben RTL Plus, ne? Damit man weiß, damit der Zuschauer auch weiß, welcher Fernsehsender guckt da gerade, ne? Gut, das steht bei Twitch. Wenn ihr auf Twitch geht, seht ihr unten im Namen eingeblendet DerchoTV. Ihr seht in der Twitch-Uhr, also in der URL des Browsers, seht ihr DerchoTV. Ich habe es aber auch nochmal hier hingeschrieben, weil kam mit dem Privatfernsehen, da müssten die Öffis nachziehen, aber ich weiß nicht mit welchem Jahr. Ja gut, dann kann man wahrscheinlich sagen, ja wirklich so Ende der 80er Jahre. Sat.1 ist auch, glaube ich, ziemlich spät eingestiegen. Ich glaube auch so 87, 88, glaube ich. RTL war, glaube ich, dann ein Jahr oder zwei Jahre später. Also ich kann mir so denken, Ende der 1980er Jahre so ungefähr. ARD, ZDF ja, glaube ich, dann auch erst so Anfang der 90er sogar. Also man hat es ja sogar irgendwann mal einfach nur so gehabt, man hat es kurz eingeblendet und dann wieder ausgeblendet, ne? So ungefähr.
Ne? Heute ist es ja quasi, ich kann mich ja an Zeiten erinnern, wo du ja mal deinen Lieblingsfilm oder entsprechende Sachen ja mal einfach mal aufnehmen wolltest auf VHS-Kassette und dann hast du halt das Logo immer drin gehabt, ne? so gesehen als Wasserzeichen. Ne? Also gut, wer hätte da damals gedacht, ich mache einen eigenen Fernsehwender auf. Gut, es gab ja mal welche, die haben solche Mitschnitte ja einfach mal bei ihren Fernsehsendern gezeigt und dann einfach das Logo weggeblurrt oder halt ins Bild maximiert, damit man das Logo nicht sieht. Ne? Das gibt ja so oder so. Oder das Logo an sich zensiert. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob das, ich wollte eigentlich darauf eingehen, sind das 3%? Ich weiß es nicht. Also ich könnte das Logo noch kleiner machen, indem ich einfach das Ercho TV, man sieht das TV halt ziemlich schlecht, ne? Ist halt in dem Blau. Wenn ich es in Grau mache, sieht man es halt, das sieht das Grau halt nicht. Ich kriege es halt so transparent halt nicht hin. Deswegen ist halt komplett in Farbe ist. Und unten möchte ich es nirgendwo hinklatschen. Es gab mal die Idee, dass ich alles unten hier mache und oben dann irgendwie die Uhrzeit oder den Sender, also Sendungsnamen und so. Ist egal. Ich wollte aber jetzt zu den Ideen von Twitch zurückkehren. Neben ne, Brand Overlays, also sprich den Namen des Sponsors, 3% irgendwo eine Ecke oder sowas, dann auch noch mit eingebrannte Videoanzeigen, sprich wie Werbevideos, die man als Streamer selbst zeigt, ne, so nach dem Motto. Die dürften dann nicht mehr. Auch dann noch irgendwelche Display-Anzeigen, wie zum Beispiel, du kriegst mit dem Code Wadi 10% auf, keine Ahnung, Tiernahrung. Oder auch eingefügte Audio-Anzeigen. Ne? Dürftest du nicht mehr. Was ja dann halt zulässig gewesen wäre, wäre im Hintergrund, ne, oder im Chat oder halt im Spiel an sich oder man hält es in die Kamera oder sonstiges. Und viele hatten dann natürlich, viele Streamer, die halt natürlich ein paar, also so ein Sponsoring halt auch hatten, haben Angst gekriegt, dass es in die Richtung geht, wir können unsere Sponsor-Deals, ne, nicht mehr halten. Twitch ist ja dann, ne, zurückgerudert, hat ja dann gesagt, nee, müssen wir nicht machen unbedingt. Und deswegen haben sie ja dann die neuen Regeln des Sponsorings rausgeworfen, 24 Stunden später. Das war ja letzte Woche. Und hat man dann ja auch entsprechend angepasst. Beziehungsweise, es hieß auch von den ein oder anderen, die darüber auch natürlich Videos und auch Streams gemacht haben, dass das nicht, dass das in einer netteren Weise verändert wird. Jetzt habe ich aber auch sogar mitgekriegt, das habe ich leider nicht gefunden, dass gleichzeitiges Multistream auf, also Multistream auf Twitch ist erlaubt, auch für Affiliates, für Partner ja jetzt auch. Für Partner galt das ja nicht. Twitch-Partner mussten wirklich, durften nur exklusiv auf Twitch streamen. Hieß also, selbst wenn du auf Instagram oder auf YouTube oder auf TikTok, hättest du gleichzeitig, wo du live auf Twitch bist, keinen Stream machen können. Haben sie gelockert, ne? Nur nicht mit dem gleichzeitig. Sprich auch generell nämlich, dass du zum Beispiel gleichzeitig so einen YouTube-Stream, wenn ich jetzt zum Beispiel auch noch auf YouTube streamen würde, dürfte man das auch nicht. So habe ich es zumindest verstanden. Kann man mich gern korrigieren, sowohl im Chat als auch, weil das ja auch für YouTube ist, in die YouTube-Kommentare packen. So habe ich es verstanden. Ich hatte ja unter anderem auch mal die Idee, eventuell diese Streams auch auf YouTube zu bringen. Mit dem Manko, der Chat würde dort nicht existieren. Und das ist ja schon etwas, worüber ich mich jetzt schon seit einem Jahr, wenn nicht sogar fast 2 Jahre beschäftige. Und zwar nämlich, dass ich überlege, Twitch zu verlassen. Warum? Es liegt halt einfach daran, dass die letzten Regelungen, die dort nämlich gekommen sind, ich habe nämlich da das Gefühl, diese ganzen Regelungen, die vor allem für kleinere Streamer gekommen sind, wie zum Beispiel, ihr könnt euch wahrscheinlich noch dran erinnern, wie lange gibt es das jetzt schon? 2 Jahre? 3 Jahre? Die Subs. Ihr könnt diesen Kanal hier subscriben für Minimum 3,99 im Monat. Auch mit Twitch Prime. Twitch Prime kostet nichts. Ihr müsst nur euer Amazon Prime Konto mit Twitch verbinden, mit eurem Twitch Konto verbinden und es kostet euch nichts. Ihr klickt hier drauf auf Abonnieren und schon kriegt ihr eventuellerweise, sagen wir mal, nicht nur ein schönes Sub-Badge. Möchte das eigentlich? Ich weiß gar nicht. Selbst wenn mit Twitch Prime oder ohne. Und unter anderem auch noch Zugriff auf einzelne Emotes. Bei den Emotes habe ich ein bisschen nachgelassen. Liegt halt auch einfach daran, die sind selbst gemacht und ich habe halt nicht die Kohle, um halt
jemanden zu bezahlen. Klar, man kann irgendwo hingehen und nachfragen und so und dann über den Preis verhandeln. Geht bei mir generell nicht. Das würde nur für ein Emote gehen. Ich würde halt gerne komplette Emotes halt nehmen, ne? So 5-6 Stück vielleicht. Aber ich kann da halt nicht irgendwie sagen, kannst du es kostenlos machen, weil geradewegs kenne ich sehr viele Zeichnerinnen und Zeichner oder Creator oder halt, ne, wie, weiß gar nicht mehr, wie ich sie nennen soll, die halt wunderschön zeichnen können, die auch schon für andere Streamer Emotes gemacht haben und dafür auch gut bezahlt wurden. Ich kann es leider nicht. Ich habe ja auch immer wieder gesagt, sollte DerchoTV hier eine Einnahme haben, sei es durch die Twitch-Subs, durch normale, ihr könnt auch ganz normal eigentlich auch spenden, ne? Das geht halt auch, Ausrufezeichen Support, glaube ich, war das. Dann ist das möglich, dann geht das Ganze ins Projekt rein, in DerchoTV. Somit habe ich mir zum Beispiel das Mikrofon hier finanziert, die Webcam finanziert, das Ringlicht finanziert, Spiele, die ich hier spiele, finanziert, und natürlich auch gewisse Sachen, die zum Stream im Hintergrund gehören, ne? Die LED-Stripes zum Beispiel oder halt auch den Dämmstoff, den ich hier hinten dran habe, so ein bisschen. Ich habe hier, glaube ich, noch 2-3 rumliegen, weil die vorher in der Tür waren und so weiter und so fort, ne? Und davon kann ich halt nicht leben, dass das halt irgendwie mal alle 5 Monate inzwischen, also als noch die Subs 5 Euro gekostet haben und ich gerade hier so mit Twitch so einigermaßen gut angefangen habe, 2019 nämlich, so regelmäßiger, sagen wir ja eher 2020, da lief das gut. Da habe ich gefühlt alle 6 Monate immer von Twitch eine Auszahlung bekommen, von gut 100 Euro. Dass Twitch jetzt unter anderem auch die Subs also runtergesetzt hat, ne, von 4,99 auf 3,99, um damit dann zu beurteilen, zu sagen, ne, das galt ja für jeden, nicht nur für Affiliates, sondern auch für Partner, dass es ja hieß, hey, du kriegst weniger, du bezahlst weniger, es gibt weniger für die Subs, aber es könnten ja mehr subben. Hat es bei irgendjemandem funktioniert? Vor allem bei den Großen frage ich jetzt. Bei mir hat es überhaupt nicht funktioniert. Es gab mal eine Welle, wo mehr waren, aber dann auch wieder aufgehört haben. Ne? Und wir wissen ja im Moment bei Inflation und, ne, und Krisen und so weiter, Corona und so, können halt natürlich nicht jeder irgendwie, und daher, dass ja auch so viele dann mit dem Stream angefangen haben, ist natürlich auch quasi, jeder ist hier meine Konkurrenz, egal was er macht, egal was er streamt, das ist jeder so. Wenn ich jetzt sagen würde, ihr seid nicht meine Konkurrenz, dann würde ich das ja alles nicht wahrnehmen, dann würde ich auch nicht darüber reden. Ne? Aber wenn ich auf Twitch bin, habe ich eine sehr große Konkurrenz, die nicht nur hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ist, sondern auch international, in Europa, in der Welt. Ne? Weil es gibt bestimmt irgendjemanden, der macht den gleichen Scheiß wie ich, den gleichen geilen Scheiß, hat aber damit mehr Erfolg. Und sogar gucken welche aus Deutschland zu oder aus, was weiß ich wo, Timbuktu oder sowas. Ne? Und mir geht es halt einfach auch nur darum, Reichweite zu generieren, um natürlich die Leute, ne, nicht mit meiner Propagandascheiße voll zu labern, weil ich keine Propaganda liefere, sondern die Leute informieren möchte darüber, was in der Welt geschieht, wenn es auch nicht alle News sind, weil da wird es einen Grund geben, warum DerchoTV dann 24/7 laufen könnte, noch ein Nachrichtensender, geil, ne? Sondern weil ich halt einfach euch Bock habe zu informieren. Und ich bin auch zufrieden, wenn es nur 3-4 Leute sind, aber wenn ich mir dann so die Abo-Zahlen, also die Follower-Zahlen angucke, auf Twitch, auf YouTube, auf Instagram und so, dann scheint da irgendwie was nicht zu stimmen. Gut, ich bin halt auch einer, ich kenne ja auch ein paar größere Streamer, die jetzt vom Umfang der Follower her und auch von den Zuschauern her deutlich mehr haben als ich. Ne? Wenn ich mit denen was mache, ich reibe das denen nicht unter die Nase, dass ich streame. Ich bin ja auch privat, bin ich ja mit dem DerchoTV-Account unterwegs. Ich schätze mal, das ist nämlich auch der Fehler wahrscheinlich, warum man mich wahrscheinlich nicht ernst nimmt. Weil dann kann es sein, dass einer meiner Zuschauer wahrscheinlich bei einem Streamer ist, den ich halt auch gucke. Und urplötzlich ich da mal so ein bisschen, sagen wir mal, mehr Schabernack treibe, sagen wir es mal so. Gut, bisher ist es jetzt nicht so abgelaufen, dass ich bei einem Streamer gebannt wurde oder so, wegen irgendwelchen Äußerungen oder sowas. Aber ich bin halt sehr oft mit dem DerchoTV Twitch-Account online, weil das inzwischen schon so gefühlt auch mein privater Account ist. Ich habe auch noch einen privaten Twitch-Account, den nutze ich nur aber nicht mehr.
weil ich da halt nur privat unterwegs bin. Ich bin da privat unterwegs und schaue mir dann diverse Streams an. Da habe ich mir gesagt, gut, du bist auch mit Dercho TV unterwegs, du kannst dann da irgendwie, weil ich muss ja immer zwischen den Accounts switchen, ne? Und dann die Zwei-Faktor-Authentifizierung und so, ne? Sprich nach dem Motto, der Mensch ist von Natur aus faul. Ne, ihr werdet in der gleichen Rolle definitiv. Das wäre wirklich so. Und deswegen denke ich halt auch so deswegen darüber. Es kann wahrscheinlich wirklich sein, dass viele halt sagen, dein Content gefällt mir nicht mehr. Ne? Aber ich sag ja auch immer wieder, es gucken ja halt auch Leute hier nur zu, auch wegen dem Content Creator an sich, dem Influencer, sag ich mal. Viele sagen Influencer, ich sag lieber Content Creator. Ne? Aber bei manchen habe ich eher das Gefühl, die gucken nur wegen dem Content. Und wenn dem Content nicht gefällt, sind sie weg. Für immer. Kannst du nicht zurückholen. Scheißegal, was du machst. Selbst wenn du das Spiel spielst, was sie eigentlich sehen wollen. Ne? Andere wiederum sind dann natürlich hier, schmeißen einen Sub hinterher und sagen, tanz, mein Tanzbär. Das habe ich auch schon öfters hier erwähnt, weil ich mir gesagt habe, ich bin hier nicht geradewegs, ich schreibe es hier nicht groß hin, ihr könnt subben und dann könnt ihr entscheiden, was läuft oder was nicht. Ne? Muss ich jetzt mal vorstellen, ich mache jetzt News und es guckt ein AfDler zu und der sagt, hier, ich gebe dir 100 Euro, ich gebe dir 100 Subs, wenn du nur Positives über die AfD berichtest oder wenn du nur den Scheiß machst oder den Scheiß, ne, und das könnte Auswirkungen für mich zum Beispiel im privaten Leben haben. Das ist ein schlechtes Beispiel, ich weiß. Ne? Würde ich nicht machen. Ganz einfach. In Firefox gibt es diese Multi-Account-Container, heißt, ich habe verschiedene Container, wo ich mich anmelden kann. Sagen wir, Container A ist mit Twitch, ist bei Twitch mit Account X angemeldet, Container B ist bei Twitch mit Account Y angemeldet, ohne ständig switchen zu müssen. Ja, aber ich habe ein Problem mit Firefox. Frisst mir zu viel RAM. Ja, frisst mir zu viel RAM. Ich bin bei Opera, ich bin Opera schon seit, ich glaube, 5 Jahren treu. Seit 5 Jahren benutze ich den Opera-Browser. Mit gewissen Pausen, ich glaube so ein paar Wochen nur, wo ich dann mal Chrome benutzt habe. Und bei Firefox ist es so, ich habe mir überlegt, die Tage wieder Firefox zu installieren. Nur so wie ich Firefox täglich nutze, frisst er mir doppelt so viel RAM wie aktuell Opera. Das ist leider das Problem. Und ich habe im Moment ja jetzt, nachdem mein Rechner ja kaputt gegangen ist vor 2 Monaten, ja jetzt 16 GB RAM drinne. Und trotzdem reicht es nicht. Es hätte vorher auch nicht gereicht. Was leider traurig ist. Ne? Aber das ist nur das... Opera GX. Opera GX nutze ich. Den normalen Opera-Browser nutze ich nicht. Opera GX. Den Gaming-Browser, den nutze ich. Und wie gesagt, es kann halt auch Probleme damit geben, dass viele sich daran stören, ne, mit meiner Art zum Beispiel, ne, wie ich halt drauf bin oder so. Aber ihr müsst halt auch bedenken, ich mache es inzwischen leider in letzter Zeit jetzt so, dass ich privat anders agiere als vorm Stream. Ne? Es kann vielleicht sein, dass der eine oder andere Moment, wo ich der private Wadi bin, vielleicht mal kommt vor der Kamera oder auch nicht. Ne? Also sprich, dass ich mal hier wirklich mal öfters mal der private Wadi bin, aber auch mal nicht der private Wadi. Ne? Und das ist und das kann es natürlich auch sein. Was mich aber vor allem halt stört, und da wollte ich halt zu Twitch zurück, ist, ich habe das Gefühl wirklich, mit Dercho TV gibt es keine Möglichkeit, auf Twitch mit den Followerzahlen zu wachsen. Ich habe es irgendwie hingekriegt, als ich ja diesem Netzwerk beigetreten bin, weil es wurde mir auch selbst von ehemaligen Zuschauern gesagt, bei deinen 400 noch etwas Followern bleibst du stehen. Du wächst nicht weiter. Prompt war ich in diesem Netzwerk, wo bin ich jetzt? Bei 528 Followern. Und es sind in den vergangenen 7 Tagen 3 Follower hinzugekommen. Und da muss man mir nicht irgendwie sagen, ich bleibe bei irgendeiner Scheiß-Follower-Zahl stehen. Das ist nämlich unwahr. Weil viele hier reingucken, sagen, der Typ ist sympathisch, was er da macht, sieht cool aus, schaue ich mir mal an, gefällt mir oder auch nicht. Ne? Und das gleiche gilt auch für YouTube. Und im Moment ist es so, YouTube ist im Moment die Plattform, die eigentlich für mich am wahrscheinlichsten ist, zu wachsen, mehr Zuschauer zu generieren und da halt auch etwas aufzubauen, was vielleicht irgendwann nebenbei ein Verdienst wäre.
Auf Twitch ist das sowieso nicht mehr möglich. Vor allem halt auch nicht jetzt, wo sie dieses Partner-Plus-Programm angekündigt haben. Wie ihr ja wahrscheinlich wisst, hat Twitch ja irgendwann mal angekündigt, oder hat ja angekündigt, das gilt ja schon ab nächsten Monat, dass ja neue Partnerverträge zumindest, bei bisherigen Partnerverträgen ist es ja so, da wird ja verhandelt, dass es anstatt 70-30, ne, 70 der Streamer, 30 Twitch, 50-50 ist. Und in diesem Partner-Plus-Programm soll es ja jetzt so ablaufen, dass jetzt Teilnehmer, das heißt, das betrifft mich überhaupt nicht, weil ich muss Partner erstmal sein, dass 70-30 nämlich bei bestimmten Sachen kommt. Da steht, das habe ich markiert, die Teilnehmer im Partner-Plus-Programm erhalten 70-30 Beteiligung an Umsätzen aus wiederkehrenden Abonnements und Geschenkabos 12 Monate lang und bis zu einem maximalen Betrag von 100.000 US-Dollar. Partnerinnen und Partner, die teilnehmen möchten, müssen in drei aufeinanderfolgenden Monaten mindestens 350 wiederkehrende bezahlende Abos für ihren Kanal haben. Ja. Und das wurde nicht genau gesagt, denn diese 350 wiederkehrenden Abos müssen selbstständige Abos sein. Keine Twitch, keine Prime-Subs. Nein, Prime gehört nicht dazu. Und deswegen, das gilt nur für Partner. Heißt also, ein Montana Black, ein Knossi, ein Stay oder so können bei diesem Programm mitmachen. Ne? Und was ja auch diese Geschichte um Werbung angeht, dass ja da Twitch ist ja vor allem pushen möchte mit, ja, schaltet mehr Werbung und so weiter. Es gibt ja so ein schönes Werbetool auf Twitch im Dashboard, wo du einstellen kannst, ab wann immer öfters Werbung kommt. Ich frage jetzt mal an die Zuschauer, die jetzt gerade da sind und vielleicht auch antworten möchten. Wenn ihr hier in den Stream kommt, wie oft seht ihr Werbung? Und wenn ihr in den Stream kommt, seht ihr als erstes Werbung oder seht ihr direkt mich? Das möchte ich gerne wissen. Vielleicht auch die, die mal früher zugeguckt haben, jetzt auf YouTube vielleicht gucken oder so. Könnt ihr auch gerne in die YouTube-Kommentare oder auf DerchoTV in den Kommentaren schreiben. Auf DerchoTV.de im Übrigen kostenlos, aber da müsst ihr dann auch aufpassen, weil ich kontrolliere es trotzdem, weil ich lasse auch nicht Beleidigungen durchgehen. Beleidigung ist nämlich keine Meinung. Meistens zuerst Werbung. Ja. Und läuft zwischendurch öfters Werbung? Ist mal die Frage. Weil ich nämlich dieses Tool, wo das nämlich ist, das merke ich bei anderen Streamer-Kollegen, ist es nämlich so, dass nach einer gewissen Zeit, nach, ich keine Ahnung, 30, 40 Minuten auf einmal Werbung kommt. Das habe ich bei Streamer-Kollegen öfters, dass das so ist. Außer ich sub die, dann natürlich nicht. Und ich habe das aber nicht eingeschaltet. Bei mir schalte ich nur Werbung vorm Stream, also in diesen 15-Minuten-Countdown. Ich starte ja, wenn ich 19:50 Uhr den Stream starte, starte ich ja um 19:35 Uhr, spätestens 19:40 Uhr, wenn ich, starte ich und dann schalte ich mal vielleicht mal maximal 3 Minuten Werbung. Also pro Streamtag schalte ich eigentlich minimal 3 Minuten, maximal 6 Minuten Werbung. Wenn sogar der Stream mal länger ist und ich die Möglichkeit habe, schalte ich nochmal Werbung. Also es pendelt so bis zu 6, wenn nicht sogar 9 Minuten Werbung pro Streamtag. Und das sind nur Peanuts, die ich mache. Und ich mache das halt, ja, siehst du, keine Midroll-Werbung. Genau, Midroll war das. Das Wort habe ich vergessen. Und sowas schalte ich hier nicht. Ne? Auf YouTube kriege ich so oder so keine Werbung, weil ich vor 5 Jahren aus dem Partnerprogramm geflogen bin. Nicht, weil ich Scheiße gebaut habe oder so, sondern weil die Anforderungen zu hoch waren. Ich kann ja mal ganz kurz mal die Anforderungen fürs YouTube-Partnerprogramm mal vorlesen. So, nee, das ist Anpassung des Kanals. So, Voraussetzung für, ne, Partnerprogramm bei YouTube. 1000 Abonnenten, eine Wiedergabezeit von 4000 Stunden oder jetzt halt auch 10 Millionen veröffentlichte Kurzvideoaufrufe in den letzten 90 Tagen. Das ist im Moment die Teilnahme am YouTube-Partnerprogramm. Das mit den 10 Millionen Kurzvideos ist ja dann gekommen, als ja YouTube Shorts auch eingeführt wurde. Ein bisschen später dann. Ne? Aber die Abozahl zum Beispiel spielt da eine gewisse Rolle. Und ich bin gerade bei aktuell auf dem Hauptkanal DerchoTV News 752. DerchoTV Games, der Gaming-Kanal, hat nur 44 Abonnenten. Ja. So. Und vor wenigen Tagen, genauer gesagt am Mittwoch, während meines Mittwochsabend-Streams, habe ich eine E-Mail von einem Kollegen bekommen. Ich nenne ihn Streamer-Kollegen. Er streamt aber nicht auf Twitch, er streamt nur auf YouTube. Ist inzwischen YouTube-Partner und so. Und ich habe ein Video bekommen. Wir schauen uns mal dieses Video an von YouTube. Und dann staunt mal selbst. We're introducing earlier access to the YouTube Partner Program with lower eligibility criteria for features that help creators build deeper connections
with their viewers and access monetization earlier. With these lower requirements, creators who are eligible and apply can promote their own products with YouTube Shopping. Gain access to fan funding features including Super Thanks, Super Chat, Super Stickers, and channel memberships, and get access to YouTube creator support. To apply, you'll need 500 subscribers, 3 valid public uploads in the last 90 days, and either 3,000 valid public watch hours on long-form video in the past year, or 3 million valid public shorts views in the last 90 days. So, das sind die neuen Parameter fürs YouTube-Partnerprogramm. Und von den dreien erfülle ich alle drei. 500 Abonnenten bin ich schon längst drüber. 3 Videos in den letzten 90 Tagen. Gut, in den letzten 90 Tagen kommen immer regelmäßig viele Videos raus. Update zum Beispiel kann man schon dazu zählen. Sind in dieser Woche zum Beispiel 3, sind es jetzt schon. So, dann kam diese Woche noch der App-Check dazu. So, es sind 4 Videos. Kick-off 5. So, ich bin schon längst drin. 3000 Stunden. Gut, ich bin bei 1000. Die Hälfte. Würde ich aber auch noch schaffen. Dann wäre ich drin. Und das hat mich unter anderem dazu gebracht, wir lassen jetzt mal das Video erstmal zu Ende laufen. You can apply by going to YouTube Studio, then earn. If you're not yet eligible, you can track your progress towards eligibility and sign up to get notified with an email when you're able to apply. As your channel grows and you meet the higher eligibility requirements, you'll unlock the ability to earn through YouTube advertising and premium subscriptions without having to go through the full reapplication process. As a reminder, the eligibility requirements to unlock revenue sharing on your videos are 1,000 subscribers and either 4,000 valid public watch hours on long-form video in the past year or 10 million valid public shorts views in the last 90 days. Das ist im Moment der aktuelle Stand. Und dieser frühere Zugang zum YouTube-Partnerprogramm, letzten Endes kommt ja nur das YouTube-Logo, davon erfülle ich gar nichts. Ich habe, wie gesagt, mit dem Hauptkanal der Echo TV News 700, schlag mich tot, Abonnenten. 752 Abonnenten. Ne? Ich kann ja nochmal reinschauen. Also, ich habe 752 Abonnenten, ich habe 1846 Stunden Wiedergabezeit von öffentlichen Videos. So, das heißt, ich würde für den früheren Zugang, würde ich eine Sache schon mal erfüllen, beziehungsweise zwei, nämlich die Videos zählen ja schon dazu, dass ich über 500 Abonnenten habe. So, um nochmal Partner zu werden, noch lange nicht. So, dann habe ich mir aber auch gedacht, naja, du hast schon mal hier auf YouTube live gestreamt. Nur das Problem ist halt, das hat sich auch sehr, sehr verändert. Und da müsste ich eigentlich wieder zu der Geschichte kommen. Emotionalisiert, Populismus, bla. Man kann nicht normal diskutieren, man wird immer angegriffen. Weswegen ich dann gesagt hätte, okay, ich würde auf YouTube streamen. Ich würde mit Twitch aufhören, auf YouTube streamen. Und den Chat aufgeben. Sprich, die Interaktivität fällt weg. Jetzt kann ich aber auch sagen, warum? Es chatten sowieso aktuell sehr wenig Leute hier bei der Echo TV. Weil ich einerseits bei Update nicht auf deren eingehe, ne, auf deren Sachen eingehe, mal ab und zu gucke. Wenn aber dann mal ein Video läuft wie Update Kompakt, kann ich eingehen. Aber wenn es zum Beispiel etwas Längeres ist, wie der Echo TV Live oder ich zocke oder wir machen gerade irgendwie, keine Ahnung, Update Spezial zu einem Showcase oder sowas, kann ich drauf agieren. So, aber bedenkt, wenn mich jemand zu meiner Meinung fragt und wir befinden uns bei Update Spezial, bei Kickoff oder bei einer Live-Übertragung, sprich irgendwie, keine Ahnung, es kommt ein Bundeskanzler zu einem anderen Bundeskanzler, treffen sich zwei Kanzler auf einer Brücke oder sowas, dann bin ich ruhig. Und das ist auch schon öfters passiert. So. Und jetzt stellt man sich die Frage, warum hast du uns gerade dieses Video gezeigt und so? Mir geht es halt vor allem, wie gesagt, um diese fucking Reichweite. Ne? Ich kann natürlich auch immer wieder auf YouTube zum Beispiel immer wieder sagen, hey Leute, ich bin live auf Twitch. Ne? Aber viele Leute gehen halt nicht auf Twitch, weil sie keinen Account haben. Und ich bin sowieso so ein bisschen skeptisch gegenüber Twitch, was nämlich die Anzahl der Zuschauer nämlich angeht.
Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ich zeige das jetzt nicht, ich spreche es nur ganz kurz an. Wenn ich nämlich die Anzahl der Leute im Chat sehe, ne, sprich bei den Benutzern, ne, es ist eingeteilt in Streamer, Moderatoren, VIP-Benutzer, dann sehe ich eine andere Anzahl als die Zahl, die mir nämlich ausgewiesen wird bei Twitch. Und da würde ich gerne von Twitch wissen wollen, wie die das mit den Zuschauerzahlen rechnen. Ob es bedeutet, dass jemand so zuguckt, der einen Account hat, ob jemand zuguckt, ob er im Chat ist, oder wie läuft das ab? Ne? Inzwischen weiß ich, dass die Hälfte dieser Benutzer Bots sind, ne? Die hier irgendwie alles mitschreiben, aufnehmen, was auch immer, für irgendwelche Statistikseiten. Ne, anders wiederum sind es auch zum Teil, das weiß ich, Zuschauer, die früher mal öfters im Chat aktiv waren, es gerne auch wieder können. Ne? Oder es sind welche, die sind im Lurk oder sowas und können gerade halt nicht, weil sie gerade beschäftigt sind oder so. Ne? Das ist halt so. Und deswegen, ich finde wirklich, und ich habe auch schon die Tage damit mit anderen Streamer-Kollegen geredet, ich grummel gerade meinen Magen, das ist gerade ein kleines Problem, weswegen ich das eigentlich jetzt so ein bisschen kürzer halten möchte. Ich tue gerade meinen Magen weh, eigentlich müsste ich aufs Klo, aber ich will jetzt nicht irgendwie euch 10 Minuten hier ohne nichts sitzen lassen. Ich habe in den vergangenen Tagen auch mit Streamern darüber geredet und so, weil viele haben halt auch so gesagt, es kommt halt gar nichts mehr und so weiter. Und wenn man halt natürlich in die großen Netzwerke geht, du wirst halt direkt ausgeschlossen. Du wirst halt ausgeschlossen, weil A, entweder dein Content nicht passt, wo du halt sagst, dafür ändere ich dann mein Content nicht oder meine Strategie halt nicht. Oder B, du bist halt zu klein. Ne? Und es gibt kaum, ich sage mal, Möglichkeiten, dass dich Netzwerke für wenig Geld oder für gar kein Geld dich irgendwie unter die Arme nehmen und sagen, hey, wir klären das mit deiner Reichweite, damit du mehr Zuschauer generieren kannst, ne, und so weiter. Und dann, dass man dann halt irgendwann auch entsprechend sagt, hey, eine Hand wäscht die andere, wir helfen dir dabei, die Reichweite zu stärken, du zahlst uns, keine Ahnung, eine Gebühr von 5 Euro im Monat. Dann sind wir quitt. So. Nennt mir ein Netzwerk, was das macht, dann bewerbe ich mich da sofort. Weil ich habe wirklich Lust, DerchoTV in dem Sinne, wie es ist, als Plattform für Information und Unterhaltung eigentlich wachsen zu lassen. Und das ist auf Twitch aktuell nicht möglich. Bin ich ganz ehrlich. Und da komme ich jetzt gerade zum allerkritischsten. Und zwar nicht gilt das für gewisse User, egal hier im Chat, egal ob im Chat anderer Streamer oder, ne, die halt immer noch sagen, Twitch ist aber eine Gaming-Plattform. So, jetzt komme ich. Was ist mit Cosplay? Was ist mit Just Chatting? Was ist mit... Ich muss gerade mal selbst in die Kategorien gucken von Twitch. Super, ich habe da den Empfang verloren. Warum? Webseite nicht erreichbar. Oh, ich habe kein Internet mehr. Das ist super. Das finde ich fantastisch. Anscheinend ist gerade... Ja, mein Internet ist abgeschmiert. Super. Ich werde dann mal gleich mal ganz kurz mal in den Chat schreiben. Weil mir gerade das Internet abgeschmiert ist. Das finde ich sehr, sehr super. Gerade in diesem Moment, und ich werde am Montag mein Dingens anrufen. Na toll. Dann kann ich ja die Chance ja nutzen, um mal kurz aufs Klo zu gehen. Bin gleich wieder da. Geld für die YouTube-Zuschauer. So, hab auch inzwischen schon gesehen, dass ich wieder live bin, ne? Hi. Ja. Mein Internet hat's kurz zerrissen. Für die, die live auf Twitch gucken. Das Video lief jetzt, glaube ich, so gut 5 Minuten weiter, ohne dass jetzt hier irgendwie was zu sehen war. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz mal hier meine Kopfhörer wieder ansetzen. Denn, ja, also mein Router, der schaltet sich gerne, der resettet gerne, wann er will. Ich habe meinen Provider, Grüße gehen raus an O2, die ja die Leitung über die Telekom ja nehmen, habe ich denen schon angekündigt, dass ich am Montag eine Benachrichtigung, also dass ich die anrufen werde und dass mir dann hier der Router entsprechend neu eingestellt werden soll. Ja.
Also für die, die jetzt gedacht hätten, Twitch hätte jetzt zugeschlagen oder so, war es leider nicht. Für die, die sich's gerne gewünscht hätten. Aber ich weiß ja leider nicht, wer es sich gewünscht hätte. Dann hätte ich dafür gesorgt, dass ihr mich, sagen wir mal, auf eurer feindlichen Seite hättet sehen können, sag ich mal. Nee, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich jetzt stehen geblieben bin, weil mich die Geschichte mit dem Internet jetzt komplett rausgehauen hat. Es geht mir, wie gesagt... nein, weil da dieses Stream-unterbrochen-Dingens noch für eine Minute lief. Ja, deswegen, vielleicht wussten das halt einfach gewisse Leute halt nicht. Habe ich überhaupt noch Sound? Ah, doch, habe ich. Guck mal. Ganz leise aber. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Eigentlich bin ich auch schon viel zu lange live. Wollte eigentlich schon um 22 Uhr Feierabend machen. Ich werde mal trotzdem mich mal noch mal ganz kurz zu dieser ganzen Geschichte noch mal irgendwie äußern. Wie gesagt, für mich geht es hier nicht darum, mit DerchuTV irgendwie meine Meinung an andere zu verteilen, sondern ich will halt einfach die Leute unterhalten, informieren, dass sie gut gelaunt sind, dass sie mal ein bisschen Ablenkung schaffen. Und ich weiß, dass das bei Nachrichten halt ein bisschen schwierig ist, weil es sind vorwiegend negative Nachrichten. Das macht mich auch etwas fertig, weswegen ich dann auch mal an gewissen Tagen mal Abstand nehme von dem ganzen Scheiß. Ne? Deswegen bin ich ja jedes zweite Wochenende nicht live. Ne? Und beschäftige mich auch dann wirklich nicht mit Nachrichten. Ne? Also das ist wirklich so. Fahre ich zu Freunden oder mache was anderes und zocke irgendwie ein ganzes Wochenende lang. Aber bei dem Wetter fahre ich lieber weg. Deutschland-Ticket sei Dank. Nee, was ich aber auch noch sagen möchte ist, für die, die sich hier wirklich jetzt unzufrieden fühlen, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich bin, aber ich werde erstmal diesen Satz hier zu Ende führen. Für die, die sich hier auch wirklich unzufrieden fühlen und sagen, ja, mir hat das und das früher besser gefallen. Ich kann auch bei dem einen Kram weiterhin bleiben, aber ich muss mich halt auch irgendwann weiterentwickeln. Und das muss schließlich auch DerchuTV irgendwann. DerchuTV muss ich auch irgendwann weiterentwickeln. Weswegen ich ja dann auch gewisse Sachen mal mache, wo ich selbst vor 2 Jahren gesagt hätte, nee, hätte ich keinen Bock drauf. Und ich wollte ja eigentlich zu der Chose kommen, wo ich ja dann vom Stream, von meinem Provider unterbrochen wurde. Die dann halt natürlich noch sagen, ist ein bisschen lustig, dass ich da wieder einsteigen muss. Aber ich weiß es Gott sei Dank noch. Also für die, die sagen, Twitch ist halt nur eine Gaming-Plattform. Das ist eigentlich nicht wahr. Wenn ich so mal auf Twitch gerade gucke, ich habe es gerade offen, gut, 90% was ich sehe ist Gaming. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel einmal Musik, ich sehe einmal auch das Chatting, das ist dann halt einfach nur Reaktionen auf irgendwelche Videos oder so. Oder man labert Podcasts zum Beispiel live im Stream. Dann sage ich, was hat das dann da zu suchen, wenn News da nicht zu suchen hat? Es gibt auch sogar, das möchte ich nochmal sagen, eine komplette Politikkategorie auf Twitch. Ne? Eine Politikkategorie. Wirklich. Die Politik-Kategorie. 2000 Zuschauer sind dabei. Über 200.000 Follower. Ne? Und da will mir, und da findet mehr Propaganda statt als bei mir. Das möchte ich auch nochmal klarstellen. Ne? Also bitte. Ich habe ja schon auch lange überlegt, wie mache ich das? Setze ich Update komplett unter Politik? Weil ich hätte mir gerne eine News-Kategorie gewünscht. Gut, wenn es einer sagt, wird nichts passieren. Aber ich setze das nicht unter Politik, weil dann viele sagen, Sport gehört nicht zu Politik, Games gehört nicht zu Politik. Ne? Und hätten sich da wieder Leute beschwert, weil sie nichts anderes zu tun haben, als sich nur zu beschweren. Ne? Um jemand anderen dann irgendwie in die Weißglut zu bringen, damit sie dann sich irgendwie nicht anfassen müssen, wenn sie geil werden. Ne? Damit sie anders befriedigt werden als auf einem normalen Grund. Ne? Deswegen ist Update nicht zu 100, nicht komplett, deswegen ist Update just Chatting und nicht Politik. Ne? Und deswegen ist auch Update nicht immer nur Politik, weil man verbindet mich halt auch immer nur mit Politik. Ich bin halt politisch interessiert, ne? Aber das politische Interessieren dämpft sich so langsam ab, weil es nämlich eher für mich in die kommunale Politik geht, sprich, was in meiner Umgebung, in meiner Hut stattfindet, ne? Und das geht eher ins private Leben rein, als hier, ne? Und wenn ein Friedrich Merz rummeckert, schön und gut, dann wird darüber hier berichtet. Aber ich gebe dazu nicht meinen Senf ab. Und wenn, dann auf Twitter.
Solange bis Elon den Laden dicht machen wird. Wird passieren. Wenn er es nicht gebacken kriegt. Ne? Und deswegen, wenn jemand immer noch so, sagen wir mal, ich sag's jetzt mal knallhart, immer noch so stur doof denkt und sagt, Twitch ist eine Gaming-Plattform. Twitch ist schon seit Jahren keine Gaming-Plattform mehr. Wenn ich geradewegs bei meinen bei den Streamern reingucke, die ich folge, da sind 1, 2, 3, 4. 4 Streamer streamen keine Videospiele. Musik, Gelabere oder halt auch so ein Spiel, also sprich Werwolf halt, weil ich die Rocket Beans anspreche. Aber es, ja, Gaming dominiert immer noch die Mehrheit. Aber es gibt halt auch Kanäle, die halt mehr als Gaming nur liefern, die halt mehr liefern wollen. Und das ist auch Dercho TV. Ne? Weil Gaming ist hier halt, ist keine Nische, Gaming ist hier halt groß. News hingegen ist auf Twitch eine dermaßen kleine Nische. Und die wird halt dann damit verbunden, dass es heißt, der will nur seine Meinung erzählen, der will halt nur dies etc. pp. Und so weiter. Damit bin ich nicht einverstanden, bin ich ganz, ganz ehrlich. Damit bin ich überhaupt nicht einverstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen, Twitch ist mehr als eine, Gaming-Plattform. Eine Livestreaming-Plattform mehr als nur Game, nicht nur für Gaming, sondern auch für Musik, für Podcasts, einfach auch so zum Labern, ne? Und auch für News. Ich sehe es da auch, ne? Die Kategorie Politik zum Beispiel, die benutze ich ja nur, wenn ich entweder wirklich was Politisches mache, ne? Also sprich, wenn es um Wahlen geht und so, die nehme ich dann, aber für meine News überhaupt nicht, ne? Und wenn ich da wirklich sehe, dass es dort welche gibt, die rechtsradikale oder rechtsnationale News-Sender nur einfach abgreifen oder halt irgendwelche Pressekonferenzen angucken oder sich irgendwie, was weiß ich was, hier irgendwie äußern und so weiter. Das ist deren Scheiß. Ne? Aber mir dann vorzuwerfen, dass ich Meinung, meine eigene Meinung nur verbreiten möchte oder so, das ist Bullshit. Guckt auf andere Streamer. Guckt auf andere Streamer, wie die das machen. Jeder hat, wir leben in einem freien Land, wo jeder seine Meinung sagen darf, wo er will. Aber es gibt auch Grenzen. Und im Internet vor allem, und das möchte ich auch nochmal klarstellen, ist es so, dass im Internet es nicht heißt, wir können sagen, was wir wollen. Denn von da aus, wo wir unsere Scheiße verbreiten, in dem Land oder von da aus werden wir auch entsprechend mit den Gesetzen bestraft. Und es ist im größten Teil zumindest für die, die hier gucken, in Deutschland. Wenn auch zum Teil in Österreich, in der Schweiz, vielleicht auch noch woanders. Und da werden dann entsprechende Gesetze handeln. So ist es. Punkt. Und dass ich mich hier dafür rechtfertigen muss, was mich so dermaßen ankotzt, dass ich mich in den vergangenen 5 Monaten für vieles rechtfertigen muss, und wo ich schon die Schnauze voll so langsam habe, habe ich keine Lust mehr. Und daher, dass ich so oder so halt diese Unterstützung halt auch, oder ich sehe halt auch irgendwie, dass Twitch da auch irgendwie nicht hilft. Vor allem bezüglich kleineren Streamern, die halt die Möglichkeit gibt, irgendwie vielleicht doch mal eine Chance zu wachsen. Mit irgendwelchen Ideen, weil die da halt nicht kommen. Ne, weil sie halt denken, die Twitch-Partner, die wir haben, die bringen uns das Geld ein. Die Twitch-Zuschauer bringen uns die Kohle ein mit ihrem Twitch-Prime-Sub, mit ihren Subs an sich. Scheißen wir auf die Kleinen. Ja. Und deswegen überlegen welche gar nicht mehr anzufangen, wechseln die Plattform, ne? Und Twitch erlaubt sich diese dummen Fehler, weil es halt keine Konkurrenz gibt. Es gibt keine fucking Konkurrenz, ne? Es gibt echt keine fucking Konkurrenz. Und das ist halt so, wo ich mir so sage, das ist schade drum. Mixer hätte es versuchen können. Microsoft hat nicht dran geglaubt. So, YouTube hat es nicht richtig ausgebaut. Hat nicht geklappt. Und dann kommen so Plattformen wie Kick, die dann halt im Hintergrund von Online-Casinos betrieben werden, wo dann halt welche hingehen und sagen, ja, da gehe ich hin, weil ich ja da komplett ausbezahlt werde und so. Ich werde da nie einen Stream machen. Nie. Nie im Leben. Weil einerseits habe ich schon privat auch negativ viel über diese Plattform gesagt.
Und da möchte ich auch gar nicht hin. Weil irgendwann wirst du dazu noch gezwungen, dass du irgendwie Online-Casino spielst oder sowas. Da habe ich keinen Bock drauf. Es gibt auch Plattformen wie Trovo, aber bei Trovo müsste ich von null anfangen. Weil ich bei Trovo existiert ein Lercho-TV-Kanal. Den habe ich mir mal vor 2 Jahren gemacht oder vor 3 Jahren gemacht, um halt vielleicht mal da irgendwann mal zu streamen. Aber es ist bis heute da nicht so gekommen. Und die größte Möglichkeit würde bestehen, vor allem auch wegen der Reichweite und die Möglichkeit, irgendwann wirklich darauf zu bauen, dass ich dann damit Geld verdiene, wo mir aber die Reichweite eher, sagen wir mal, wichtiger ist, weil mir geht es halt darum, im Vordergrund steht es immer noch informieren und unterhalten und nicht irgendwie Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Ne? Weil wenn das hier meine richtige Arbeit wäre, meine Selbstständigkeit, dann wäre natürlich das im Hintergrund auch. Dann würdet ihr aber auch zig Millionen Sponsoren drumherum sehen. Vielleicht nur so ein kleines Bild mit mir selbst. Ne? Mehr auch nicht. Ne? Und das ist, wie gesagt, und ich will halt beim Stream Spaß haben und nicht irgendwie denken, boah, nee, Stream heute, habe ich voll keine Lust drauf und so, aber muss ich machen und so. Ne? Diese Fragen muss sich eigentlich eher so einer stellen, der halt sich mit Streams selbstständig macht, anstatt halt jemand, der einfach Lust und Laune streamen kann. Ich kann halt einen Stream machen und dann sage ich, ja gut, ich habe keine Lust, aber irgendwie doch, ne? Dann kann ich trotzdem immer noch sagen, ja, ich sag ab, weil juckt mich ja nicht, brauche ich ja im Moment nicht, weil, wie gesagt, ich musste gerade nur doof gucken, weil da mein Name stand in irgendeinem Spiel. Ich habe gerade einen Stream von jemand anderem offen, wo wir gleich hinraiden werden. Nee, aber es ist halt einfach nur so, ich bin hier nicht, ich habe hier das nicht angefangen, um irgendwie meine eigene Meinung zu verbreiten oder sonstiges, weil das ist hier und heute nicht nur so ein Diss gegen Twitch, den man wahrscheinlich hier jetzt nicht so richtig mitgekriegt hat, sondern es ist eher eine Rechtfertigung heute hier, weil halt einfach ich hier euch nur informieren und unterhalten möchte. Es geht mir nicht darum, dass ich, keine Ahnung, irgendwann auch im Monat 1000 Euro damit verdiene oder so. Es geht mir nicht darum, ob ihr bei den nächsten Wahlen SPD wählt oder nicht. Ne? Es geht mir auch nicht darum, ob ihr das scheiße findet, was passiert oder nicht. Ne? Aber wenn es euch darum geht, zu wissen, ah, okay, so läuft das also ab in der Welt. Das läuft so ab. Putin wird als böse hingestellt, der Westen so. Ich habe es aber auch so gehört oder so. Keine Ahnung, was stimmt. Ne? Oder irgendwie schade, dass das so oder so ist. Schade, dass Italien nicht im Finale der Nations League ist. Ne? Sowas würde ich mir eher mehr wünschen. Als nur irgendwie, dann, dass es daraus eine emotionale Sache wird und es dann irgendwann heißt, du dreckige Russennutte oder weißt du was ich was oder du linksgrün versiffter Hurensohn oder sowas. Darauf habe ich keinen Bock. Weil das keine Meinung ist, weil das direkt eine Beleidigung ist. Und das kann zu einer Anzeige führen und dann sehen wir weiter. So einfach ist das. Nun denn. So. Ich habe jetzt ausnahmsweise ein bisschen länger gemacht. Ich werde aber trotzdem gezwungenermaßen dieses Video schneiden müssen, wegen diesen 5 bis 10 Minuten, keine Ahnung. Wie lange war ich weg? 5 Minuten, 10 Minuten? Ich weiß es gar nicht. Ich guck mal, ich kann gar nicht gucken, warte mal, ich müsste mal schauen. Um 16 ging er wieder an. Weiß gar nicht, wann ist mir Dingens? Stimmt, das kann ich nachgucken. Um 15. LOL. Nee, um 11. 4 Minuten, 5 Minuten. Ja gut, circa 5 Minuten. Ja gut, das ist ein Router-Neustart. Ich muss da echt mit meinem Provider drüber reden, weil ich nämlich eine U2-Box habe und nicht eine Fritz-Box, weil das durchgehend so läuft. Und es ist das zweite Mal schon innerhalb in einem Livestream, dass das passiert. Und diese 5 Minuten bestand eher aus einem leeren Stuhl. Also ich werde trotzdem schneiden für YouTube. Also ausnahmsweise mal. Ja. Obwohl, nee, ich lade es einfach hoch. Ist egal. Gut, das ist dann gewesen. Wir können gerne nochmal über diese ganze Geschichte drumherum reden. Wie gesagt, LerchoTV wird in diesem Jahr 15. Ich werde öfters nochmal darauf zurückkommen, wie das eigentlich ist, warum ich mehr News bringen will und weniger Gaming oder sowas. Wird alles noch kommen in den nächsten LerchoTV Live-Ausgaben. Ich weiß gar nicht, für Juli habe ich noch eine reingesetzt.
Die wird wahrscheinlich vor meinem Geburtstag sein. Muss ich mal kurz gucken. Ich habe noch gar nichts reingesetzt, aber ich werde sie wahrscheinlich vor meinem Geburtstag machen. Also in gut 4 Wochen wird es wahrscheinlich die nächste geben. Wahrscheinlich aber eher auch in 2 Wochen wieder. 1, 2. Nee, eher nicht. Dann wohl wahrscheinlich eher in, ja, 3 Wochen. 5 Minuten Stuhl-RP. Ja. Ich habe auch dann Stuhl gemacht, Stuhlgang, aber das ist was anderes. Nee, in 3 Wochen wird es dann die nächste Ausgabe geben. Das wäre dann also der 7. Juli. Ich werde sowieso in den kommenden Tagen dann auch nochmal das Juli-Programm planen. Und bezüglich 15 Jahren der Echo-TV kann ich schon mal so viel sagen. Im August wird groß gefeiert. Es wird an einem Samstag, am ersten Samstag im August, das ist zumindest der Plan, soll es eine kleine Show geben. Ich versuche da auch so ein bisschen Leute einzuladen, damit wir dann das hier auch so ein bisschen feiern können. Und sonst wird es im kleinen Kreis gefeiert, ist auch nicht schlecht. Aber eins steht fest, ich werde meinen Geburtstag, der in einem Monat genau ist, heute in einem Monat, 16. Juli, nicht im Stream feiern. Zumindest ist es Stand jetzt. Das kann sich noch in den nächsten 3 bis 4 Wochen ändern. Deswegen sehen wir es mal. Den nächsten Livestream hier auf Twitch, den gibt es am Montag wieder. 19.50 Uhr, 10 vor 8. Wie immer, dann gibt es Nachrichten, ne? Update selbstverständlich. Und es gibt nächste Woche, wird gespielt, wird es ein Game geben. Was es geben wird, weiß ich noch nicht, aber so wie es ausschaut, was ich reingesetzt habe, wird es wahrscheinlich was sehr Interessantes und sehr Spannendes. Eventuell, mal gucken. Vielleicht irgendwas auf der Switch, was nicht Pokémon ist? Könnte ich mir mal überlegen. Überlege ich mir mal am Wochenende, mal schauen. Nun denn, deswegen wünsche ich aber euch jetzt einen schönen Abend. Wir raiden rüber zum Casho. Und der spielt gerade Final Fantasy. Ich liebe es, wenn ich die römischen Zahlen nicht lesen kann. 4. IX ist 4, ne? Ne, oder warte mal. Ich habe keine Ahnung. Number 9, nicht 10, 6, 10. Ich habe keine Ahnung, er spielt Final Fantasy. So, ihr seht da, wie gut ich da drin bin in römischen Zahlen. Also hätte ich früher im Römischen Reich Mathe gehabt, ich hätte eine knallharte 6 gekriegt. Das hätte sich nichts geändert. Das ist egal. So, ich wünsche euch aber trotzdem jetzt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns dann, wie gesagt, am Montag wieder. Ein schönes Wochenende. Wochenplan gibt es am Sonntagabend oder am Montagmorgen irgendwann da. Und ja, danke, dass ihr hier wart, mir zugehört habt und hoffentlich auch irgendwie ein Verständnis habt, wie es mir im Moment geht mit der ganzen Geschichte, weil eigentlich ist es so, ich könnte das Ganze eigentlich auch sein lassen, aber ich habe so Bock auf Stream und das nicht nur auf Gaming, sondern auch auf News, euch zu informieren, euch sagen zu wollen, was da draußen in dieser bescheuerten Welt abgeht und da, dass da meine Meinung dazu null Rollen, nicht eine Rolle spielt. Und wenn, dann wird es irgendwo markiert. Ne? Ihr wisst Bescheid. Gute Nacht.